Also egal wie groß der erste Bildschirm ist, der erste kleine zweite Bildschirm lohnt sich losgelöst von seiner Größe, so meine Hypothese. Also Definitiv. Also Bildschirme ist vielleicht so ein bisschen was, wo man so wie sagt, Arbeitsspeicher oder auch ja. Festplattenspeicher kann man eigentlich nicht genug haben. Irgendwie, klar, der Platz, den man im Raum hat, begrenzt das ein bisschen. Ich sitze heute nur vor einem dafür aber ziemlich großen Ach Monitor. nur, na dann, mein Mitleid geht 86 raus. Zoll Bildschirmdiagonale. Sechs, was? Ich sitze vor einem Smartboard. Alter Schwede, okay. Ja, das war, da muss ich mich jetzt direkt so ein bisschen outen. Haben wir im Bekanntenkreis auch letztens über hier, also das Bildschirm, also das Fernseher ja irgendwie 55 Zoll groß sind, ist ja irgendwie, also so quasi 55, auch 80 Zoll, wie auch immer. Und dann dachte ich so, ah ja, 55 auf 65, ja, aber die 10 Zoll Unterschied, ja, hahaha. Das steckt quadratisch und so. Vergisst man oft, das heißt, der Unterschied zwischen auch 24, 27 oder 32 Zoll, also so auf die Arbeitsmittelgröße bezogen, die ist doch dann schon relativ krass. Also, Ja, ja. Und und du da, weißt ja. ja natürlich, dass ich zu Hause privat zwei 17 Zoll Monitore nutze im Format 4 zu 5 als Meister der Nachhaltigkeit, als Endgegner. 4 zu 5 sogar. Ja, 4 zu 5, die sind einfach sehr, sehr, sehr alt. Aber sie funktionieren immer noch, und solange sie funktionieren, Aber werde ich sie ist weiterhin dann, benutzen. ja, Matthias, jetzt mal zwischen dir und mir, ist da nicht die Energieeffizienz oder Ineffizienz müsste man Ich ja. glaube, die sind, nee, ich glaube, die haben schon irgendwie so ein Siegel und ich Ja, werde da mal, von das ist ein guter Punkt, werde ich 1993. mal nachschauen, aber ich glaube einfach dadurch, dass sie dann auch nicht so wahnsinnig viel Fläche haben, die beleuchtet werden muss, sind die, glaube ich, werde das mal checken, ist ein guter Punkt. Okay, aber mit der Logik müssten wir doch noch mit einem Draht heizen. Egal. Also Leute, Folge 34. Nichts von dem, was wir gerade gesagt haben, stand irgendwie in den Shownotes oder war irgendwie abgesprochen. Deswegen, ich mach heute Regie. Ich mach heute so, Regie. So. Wir reden Und ich heute werde über immer vier. versuchen, dich zu unterbrechen. Weißt du was? Weißt du, was mein Sohn mir letztens gezeigt hat? Total cool. Es gibt irgendeine App, irgendein Hast Programm, wieder mit was dem kann gelernt, man sein ja? Handy, Ja. oder ein Tablet als zusätzlichen Monitor am normalen Windows-PC verwenden. Da war ich total geflasht Aber von. die App muss man sich kaufen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Sohn sich eine App für Geld gekauft hat. Nee, du, ich sag mal so, ich glaube, du hast deinem Sohn eine App bezahlt. Das möchte ich an dieser Stelle nicht ausschließen, aber ich werde, also wir können ja mal verlinken. Ich Okay. fand das auf jeden Fall Ja. jetzt für so, wenn man es braucht, gar nicht so The verkehrt. future is now, Dad. Ja, also wusste ich. Es ist immer leicht. Wenn der andere sagt, habe ich gelernt, kann der andere immer sagen, so, ja, wusste ich. Ja, gibt's coole Sachen. Als ich bei dem einen oder anderen Proof of Concept habe ich auch schon, wenn man dann quasi irgendwie ein Bild zeigen will und nicht sein Handy einfach in die Kamera stumpf halten will, aber jetzt auch nicht, schick mir mal eine Mail, weil irgendwie Bilder per Mail rumschicken ist halt irgendwie auch Quatsch, sondern quasi das Digitale projizieren, so wie man es machen sollte. Da kann ich mir das gut vorstellen. Aber auch das, Matthias, war nicht Teil der Shownotes. Also, okay. Du warst in einem Edu-Podcast. Wir wurden von einem Edu-Podcast gegrüßt. Dem Educational-Podcast, würde ich fast meinen. Und bei der Gelegenheit kann man auch direkt noch einen dritten mit ankündigen oder teasern. Und ich meine, wir sind ja irgendwie auch so im. Ich finde, wir sind kein Podcast, aber vielleicht dazu später mehr. Wir sind halt irgendwie so ein Videocast. Also. Aber erstmal gehen wieder zurück Grüße an Bildung alt entfernen. Ich sage ganz oft Bildung alt F4. Also irgendwie, ja, es ist irgendwie so ein freudscher Aber Versprecher. was macht denn die Ne, alt F4 beendet Sachen. Tastenkombination So. Steuerung Alt F4? Nee, nix, nur alt F4. Okay, nur Alt So, F4. und nachdem in Folge 49 Oliver Tacke schon mir den echt miesen, miesen Ohrwurm Sommer, Sonne, Sonnenschein, Bildung, lass mal Bildung sein, gesummt hat, dachte ich so, ja, einfach, na egal. Also wir wollen jetzt irgendwie nicht über den Abgesang von Bildung sprechen, aber Rückgrüße gehen sozusagen raus. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wie so ein Wanderpokal auf dem Dorf, wo man quasi zwischen zwei, also irgendwie der große, das große Vorbild Bildung entfernen. Entfernen. Und die hatten, wie hat das Anja Lorenz gesagt, 50er Silberhochzeit als Podcaster-Paar.
Paar. Oder irgendwie, also war eine ganz knuffige Formulierung. Auch wieder echt guten Inhalt. Und was ich sagen muss, und auch so als so Lob plus Selbstkritik, das merkt man auch gleich bei den anderen Podcasts. Die haben eine Webseite, die haben einen eigenen X, Twitter, wie auch immer, Kanal. Das hat sozusagen eine eigene virtuelle Entität. Wir haben ja diesen Kanal hier und machen das halt irgendwie so aus. Wir zeigen halt, woran wir eh arbeiten und was wir eh interessant finden. Auch so die Shownotes sind echt professionell, würde ich sagen. Wir besprechen sogar Paper. Und du warst ja auch in einem. Ja, auch hier Grüße. Und auch so Jingle und irgendwie Kapitelmarken. Also das ist schon, wenn man jetzt mal überlegt, dass das ja sozusagen ein Zusatzcontent ist. Keiner von denen müsste das machen. Und keiner von denen oder von diesen Menschen, die man auch so mit Podcasts verbindet, haben da ja krasse finanzielle Anreize, oder? Insofern insofern würde ich, finde ich es einfach krass, wie viel da passiert. Also ich habe mir auch ein paar mehr Sachen aufgeschrieben, wie gesagt, quasi wie so ein richtiges Branding. Also auch der Name zum Beispiel Eigenraum ist einfach ein, habe ich vorhin gedacht, ja, das ist einfach ein genialer Name. Und wir haben das ja einfach so relativ schnell zusammengehackt und einfach gesagt, ja, Feuer. Ja, es hat ja null mit dem zu tun, was wir tun eigentlich. Und insofern finde ich das cool, dass es Leute gibt, die ja so individualistisch, aber auch mit so einer hohen Qualität an die Sache rangehen. Wie war das mit Thomas in seinem Podcast? Also magst du ein bisschen was zu erzählen, wie es vielleicht auch dazu kam oder warum ihr jetzt ausgerechnet über Einheiten gesprochen habt? Naja, ich glaube, Einheiten ist was schon irgendwie mit Mathematik zusammenhängt, in der puren Mathematik für sich jetzt aber eben wenig vorkommt. Und Thomas kennt ja auch das, was wir hier so machen und weiß, dass ich da auch einigermaßen affin bin und Spaß daran habe, an solchen Formaten mitzuwirken. Und dann habe ich einfach gefragt und ich habe ja gesagt. Und dann haben wir das auch so ähnlich wie wir hier mit so einem Cloud-Dokument ein bisschen vorbereitet, da einfach Sachen gesammelt. Und haben uns dann letzte Woche irgendwann mal nachmittags getroffen, nicht in diesem Raum hier, weil der so ein bisschen hallig war, sondern in einem noch kleineren Raum, haben da so ein bisschen Equipment aufgebaut und haben das dann auch mit, ja, trotzdem würde ich sagen, relativ kleinem Besteck aufgezeichnet, so dass man da möglichst wenig auch dran schneiden muss. Ja. Und dann hat Thomas das ganz fantastisch nachbearbeitet und dann war das auch relativ schnell online. Ja. Und ich glaube, es hilft immer, also so ähnlich wie bei uns, ich meine, so Shownotes hast du ja schon gesagt, gibt es bei uns nicht so richtig, es gibt eben nur so ein bisschen die Videobeschreibung. Links. Unter dem Video. Eine Linksammlung. Video und die ist dann eine Linksammlung, ja, aber ich würde sagen, ich meine, im Grunde sind Shownotes ja dann auch nicht wahnsinnig viel mehr als so ein bisschen strukturierte Linksammlung, man weist eben darauf hin, ja. Also das ist schon krass, was, also es ist ja eher ein Blogartikel bei ihm, also quasi Bildung ein entfernt finde ich so dieses auditive Gesamtpaket mit den Jingles, den Übergängen und echt extensiven Shownotes sehr interessant. Und bei ihm finde ich jetzt aber auch so die Bilder, so das ganze Grundkonstrukt, das ist irgendwie so ein kurzer Blogartikel und noch ein Podcast. Und dafür, dass man eigentlich beides nicht machen müsste. Und also, ja. Ja, ziemlich cool. In dem Kontext, ich wollte es eh mal teasern, machen die Kollegen Ronny Robert und Franz Vergöl, beide auf Twitter, auch die, also ich glaube, wir haben sie auch schon mal benannt, also auch hier gehen Grüße raus, auch schon länger, der Podcast heißt Lehrreiche Hochschulinnovation, also sehr on Fokus. Wir machen ja auch, also Lernszenarien oder also gleicher Themenkomplex. Sind wir ehrlich, wir machen alles und nichts. Also auch unsere Titel, Bits and Bytes, super generisch, auch super schwer zu googeln und zu finden, weil natürlich irgendwie alles so heißt. Im Nachgang stellt es sich als ziemlich unkluge Betitelung dieser Videocast-Reihe heraus, so wie letztens Anja Lorenz hat auf den Podcast hingewiesen, wenn man den, also der hat noch so einen Subtitel, weil wenn du natürlich nach dem Podcast suchst, in dem Podcast vorgestellt werden, bist du aufgeschmissen, den irgendwie in irgendeiner Internetsuche zu finden. Ja, und so ist das vielleicht auch ein bisschen bei uns, aber die Leute, die uns dann trotzdem finden, die haben es natürlich auch verdient. Ja, klar. Ja, es gibt auch irgendwie super viele Podcasts, die einfach viel, viel größer sind. Und ich glaube, von einer größeren Vereinigung heißt, glaube ich, Bytecast und hat allein aus Traffic-Gründen und durch diese reinen Suchanfragen ist halt irgendwie schon viel krasser klar
oder wahrscheinlich, ja, so meintest du nicht, vielleicht das und das. Vielleicht geben wir uns auch mal einen Untertitel. Ich weiß es nicht. Ich find's cool, dass die zwei sich O-Töne reinholen und quasi wie so ein, also zum Beispiel jetzt O-Töne, auch wieder von Haha, an der Lorenz oder auch von anderen. In der Hirsch ist zum Beispiel auch ein Begriff. Ja. Dass dann darum, wo er diskutiert wird, so ein bisschen, anstatt dass man sich jetzt irgendwie mehrere Thesen an so einen Experten, aber auch auf der, so ein Vor-Ort-Ding, vielleicht, da kann ich das noch zeigen, ein ganz cooles, das war auf dem Twitter-Kanal, wie sie, glaube ich, aus so einer Art Journalisten-Übersetzer-Booth heraus auch Aufnahmen gemacht haben, auf dem Festival an sich. Also ich war ja leider nicht da, aber das fand ich cool. Genau, das waren diese Hybrid-Kabinen auf dem UF, ja, die wir auch mal besprochen hatten. Ja. Und das fand ich cool. Und dass sie, und das ist auch so ein starker Kontrast zu uns, den ich irgendwie, der muss jetzt nicht positiv oder negativ sein, einfach so eine Beobachtung, dass hier so Ask Us Anything, gut, der ist auch relativ generisch, aber eine einfach Openness, ein Wort. Und wir haben immer so, hier sind 6 Wörter an den Kopf geschmissen, könnte alles. Podcast-Technik und Lehrformate. Genau. Und wir haben irgendwie auch hier war das letzte mit Flying Faculty, Sommerloch-Konferenz und Technikbesprechung, also wirklich so massiv dickes Brett, aber dann doch relativ schnell durchgehuscht. Fand ich einfach spannend, wie unterschiedlich sozusagen so das ganze Genre gesehen werden kann. Und offensichtlich ist der größte Unterschied, der für uns auch ein Nachteil ist, dass wir sind ja irgendwie live und irgendwie ist es sozusagen die Live-Aufnahme im weitesten Sinn. Auf der anderen Seite kündigen wir ja immer schon ein Produkt an oder ein Ergebnis viel eher, das es noch gar nicht gibt. Oder eigentlich, das würde ja niemand machen. Du würdest niemals ein Paper oder ein Forschungsprojekt oder irgendwas, was noch gar nicht existiert, wobei das natürlich viel größere Arbeitsergebnisse sind, ankündigen oder darüber sprechen oder twittern, wenn ein Ergebnis noch gar nicht dasteht. Und bei einem Podcast, den man natürlich erstmal rein aufnimmt, wie jetzt die anderen zum Beispiel, lädst du dich ein, machst du mit Thomas entspannt die Aufnahme und wenn die dann kommt und du zufrieden mit dem Ergebnis bist, hat man einfach, okay, hier ist jetzt übrigens der Link, die RSS-Feeds können ihre Arbeit aufnehmen. Und bei einem Videocast, das ist mir tatsächlich, vielleicht ist es total die naiv, simple Überlegung, aber das ist mir jetzt auch erst wirklich klar geworden, wie sehr das ein Nachteil sein kann, wenn man live mit einer Vorlesung rausgeht oder auch live mit einem Videocast, wie auch immer. Ja, es kommt der alte Rudi Carrell-Spruch, du musst was vorher in den Ärmel reingesteckt haben, wenn du was aus dem Ärmel rausschütteln willst. Und es ist so ein bisschen das Skin in the Game. Und ja. Dieses vielleicht, dass man dann tatsächlich präsenter ist, wenn man weiß, möglicherweise gucken da jetzt auch noch Leute live zu. Es gab ja auch früher immer den Vorschlag, zum Beispiel Erklärvideos durchaus sowas wie vor Publikum aufzuzeichnen, einfach weil man dann konzentrierter ist und nicht sagt, oh, ich fange nochmal an und jetzt war der Satz schon wieder so ein bisschen verhuschelt und verhumpelt und jetzt mache ich und dann zieht sich das einfach sehr, sehr, sehr lang. Ich glaube, also ich habe auch schon genügend Videos in nicht live aufgezeichnet. Ich glaube, man kriegt das auch hin, sich ohne Publikum in so eine Art Live-Atmosphäre reinzudenken und das vorzustellen. Und ich glaube, der Vorteil oder die Idee, das zu zweit zu machen, ist einfach, dass man sich so ein bisschen die Bälle zuspielen kann. Natürlich. Also das meinte Thomas, dass das in dem Eigenraum-Podcast schon eine gewisse Herausforderung ist, so längere Sachen, auch Geschichten, dann trotzdem in einer Art Monolog, der aber nicht zu sehr in einen Monolog ausartet, darzustellen. Das stimmt. Ein Tipp zum, ich muss Dinge fertig kriegen, einfach einen Folgetermin buchen. ist tatsächlich so dieses, also die Woche vom Urlaub ist ja durchaus effektiv oder teilweise auch effektiver. Und nichts ist so inspirierend wie eine Abgabefrist, ne, die Deadline. Insofern, das wäre so eine Sache. Ich muss sagen, und witzigerweise kommt dieser Gedanke auch wiederum aus einem Podcast, und zwar aus einem super großen, Tommy Schmidt und Felix Sobrecht, Gemischtes Hack. Ich höre nicht so oft Podcasts, weil ich glaube, Podcasts bisher falsch benutzt zu haben. Wenn ich dann aber mal reingehört habe, und dann war... Sie denn falsch benutzen? Weil ich erwarte, pass auf, kann ich auch erklären, weil ich so videofixiert bin, so als, ich will jetzt nicht sagen als Typ, weil Lerntyp und Lernen, das ist alles Quatsch, alles ganz große Mythen, zitiert mich auf keinen Fall, ich versuche jedes Mal das Mythos, aber so als
Anwendungs dementsprechend, dass ich so Video-Essays oder auch Dokumentationen einfach sehr, sehr spannend, dass man mit dieser Videospur arbeitet, dass ich eben am Schreibtisch sitzen bleibe. Und wenn ich es probiert habe, einen Podcast dann anzumachen, dann ist das, glaube ich, die falsche Handhabe dieses Mediums, weil du sollst dir Kopfhörer aufsetzen oder es laut machen und währenddessen haptisch oder wie auch immer was anderes tun. Ich glaube, das ist für viele so dieses, ich mach Hausarbeiten oder wie auch immer. Der Putz-Podcast. Ja, aber und währenddessen kann man ja auch was lernen, weil du viele Dinge, ich meine, der Mental Load, die Waschmaschine ein- und auszuräumen, die ist jetzt nicht besonders hoch. Ja, oder auch, definitiv. Und ich glaube, deswegen würde ich von einem falschen Gebrauch, also meinerseits zumindest, weil irgendwie mit YouTube und da ist halt auditiv, visuell immer was dabei, weil sonst wird's nicht geklickt. Und ich glaube, das hat mich so krass selbst erzogen. Genau, aber warum habe ich jetzt auf einmal really random gemischtes Hack aufgemacht? Weil, als ich es dann eben doch mal gehört habe, wurde die These geäußert, und das habe ich auch in die Shownotes der letzten, oder also in unsere Notizen mal reingeschrieben, dass die These geäußert wurde, dass Markus Lanz absoluter Pandemie-Gewinner sei. Markus Lanz, krasser Corona-Gewinner, aus Herr Lobrechts Meinung. Weil früher war Publikum dabei, dann durften sie kein Publikum mehr benutzen. Ich nehme an, dass das war, weil Corona ergibt irgendwie Sinn. Und dass sie dann aber kein Publikum beibelassen haben. Ich bin jetzt kein Markus Lanz-Gucker, bin ich ehrlich. Aber, ja, sagen sie alle. Aber insofern, und dann war die Hypothese oder die Beobachtung, dass es besser ist, solche Diskussionen und brauchen wir dies, brauchen wir das, so diese so Debattenkultur im weitesten Sinne, lieber ohne Publikum aufzunehmen, weil man dann nicht diese Clickbait, schnelle Reaktionen, auch dieses leicht polemische vielleicht nicht mehr benutzt. Und dann war bei mir so, warte mal, könnte man, und auf Erklärvideos würde ich, oder auf Lernvideos, Lern- oder Lehrvideos, egal welche Definition euch gefällt, würde ich das auch zutreffend sagen, weil du eben alleine in einem Raum sagen, okay, was hier sind die vier Punkte, wo ich jetzt sage, ich erkläre jetzt kurz in Ruhe das ohmsche Gesetz, das mache ich jetzt einmal, dann reicht. Ich brauche keine Punchline, es muss nicht witzig sein. Ich brauche keine, und wenn irgendwie jemand schief im Publikum guckt, also im Sinne von negativ, dich vielleicht auch von deinem Plot wieder abwerfend. Also es gibt gewisse Gründe und ich finde, dass auch eine Vorlesung muss eben, weil vielleicht haben wir auch zu hohe Ansprüche, auch an SciComm-Formate finde ich total toll, alles super. Aber nicht jede Lerneinheit, nicht jede Vorlesung, nicht jedes Seminar muss absolut die Weihnachtsvorlesung abzünden. Das ist einfach utopisch. Und dann lieber ein paar Sachen ohne Publikum machen. Ja, es hat eben alles so seine Vor- und Nachteile. Also ich kann das in gewissen Grenzen nachvollziehen. Ich glaube, dass so für die durchschnittliche Lehrperson, wer auch immer sich jetzt dabei angesprochen fühlt, ich glaube, dass das eben komisch ist. Also, dass sich das komisch anfühlt. Mhm. Ich glaube, dass auch viele in der Pandemie einfach super Probleme dabei hatten, in diese schwarzen Kacheln da zu schauen, ja, und auch in den Linsen zu wissen, gucken. Dass da jetzt jemand synchron oder asynchron zuschaut, auch wenn man das aufzeichnet und ich jetzt diese Person aber nicht sehe und nicht so diese direkte Rückmeldung habe. Also wahrscheinlich so ein Berufspolitiker, der jetzt irgendwie versucht, da ein argumentatives Statement zu machen. Ich glaube, der kann sich recht gut in beide Situationen reindenken. Und also wahrscheinlich hilft das so einer Talkshow möglicherweise, dass jetzt da nicht so das direkt super ungefilterte Feedback des Publikums kommt. Ja. Und man dadurch jetzt so Leute eben nicht super anheizt. Ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine normale Lehrperson schon ganz gern zwei, drei Studierende hat im Raum. Wie ich sage, ne, ich hatte auch mal ja so Workshops in der Corona-Zeit, wo vielleicht wirklich nur zwei, drei Studierende im Raum saßen und ich aber wusste, da gucken jetzt eine zweistellige Anzahl. Du hast die Augen gespürt, so blöd wie das jetzt klingt, vielleicht ein bisschen esoterisch, genau, aber du hast so die, klar. Dann guckt man eben in die Kamera, also weil man weiß, da sitzen jetzt mehr Leute hinter der Kamera, aber ich meine, ab und zu guckt man vielleicht mal dann trotzdem so zu den, aus dem Augenwinkel zu den Leuten, die mit im Raum sitzen und guckt, was die gerade so machen, ob sie noch dabei sind, ob das irgendwie so passt, was man da so macht. Und ich meine, dann hat man, glaube ich, beides ganz gut. Interessant, ja. Ja, okay. Zu diesem schwarze Kacheln, ich habe
auch, ist es wirklich Zufall? Ich habe eigentlich was anderes gesucht, das kennst du bestimmt, wobei du bist ziemlich krass organisiert. Also ich habe was anderes gesucht und dann einen alten Screenshot von einem Tweet gefunden, den ich witzig fand. Ich zeig gleich warum. Also so Edu-Meme quasi. Und dann habe ich den jetzt heute nochmal aufgemacht und ist witzigerweise, das ist ja, tatsächlich auch dazu, ich kann es ja nochmal im Browser aufmachen, online classes are slowly becoming like an episode of Dora the Explorer. The teacher asks a question, waits for like 10 seconds, then answers it themselves and moves on. Harshit Gupta, packen wir auch einfach mit unten rein. Fand ich einfach grenzgenial. Also dieses 10 Sekunden warten, möchte denn jemand seine Lösung vorstellen? 23, 24. Okay, der Lösungsweg lautet wie folgt. Kennt man, also kenne ich auch als, ich habe ja wie gesagt meinen Master in der Corona-Zeit noch fertig gemacht, kenne ich aus beiden Sichten. Ja. Ja, und wenn es mal 10 Sekunden wären bei den meisten Lehrpersonen, ne? Ja. Also diese 10 Sekunden Stille schafft ja keiner fast wirklich auszuhalten. Deswegen, also ich weiß nicht, wer mir diesen Trick mal verraten hat, aber das ist ja einer, den ich auch in vielen Seminaren immer wieder gesagt habe, also wenn ihr eine Frage stellt, dann habt eine Tasse Kaffee, Heißgetränk, was auch immer und nehmt einen Schluck und nehmt noch einen zweiten Schluck, weil dann sehen die Leute, okay, die Verbindung ist nicht abgebrochen, da passiert noch was. Ja. Und trotzdem dadurch, dass man selber trinkt, kann man dieses Bedürfnis, jetzt über diese Stille hinweg zu sprechen, irgendwie besser unterdrücken und besser diese, ja, wirklich 10 Sekunden auszuhalten. Weil 10 Sekunden ist schon richtig, richtig lang, aber dadurch, dass diese, dass es ja die Kinderserien durchaus gibt oder Bildungsfernsehen oder wie auch immer, ist jetzt egal, ob das die Sendung mit der Maus ist oder wie auch immer, wo die ja sozusagen so eine Offline-Interaktivitätsebene haben, weil dann irgendwie das Kind den Fernseher anschreien soll und ping, ping, ping rufen soll, weil das die gesuchte Farbe ist oder wie auch immer. So auf dem Meme-Level finde ich es irgendwie schon passend. Auf der anderen Seite, ja, was ich als Tipp auch noch gut fand, den habe ich aber von dir, dass man was fragt, die Leute schon mal, oder eine Interaktion oder irgendeine Art von Call to Action auf Neudeutsch, den schon mal sozusagen aufgibt, ein Stück weitermacht und die Leute in der Zeit schreiben, fragen oder wie auch immer schicken können und dann sagt, okay, und jetzt bitte einmal abschicken, damit man zum einen mehrere Sachen einfach hat, also im Sinne von zusammen irgendwie vielleicht auch Fragen oder Antworten schreiben. Weil wenn der Erste zum Beispiel ich kenne es auch so, du stellst eine Frage und dann ist die Antwort, und dann schreibt der Erste, ja, die Antwort ist 17, dann ist die Hürde zu sagen, nee, die Antwort ist 71 oder ich habe nicht mal eine Zahl raus, die ist viel, viel höher. Und vor allem, wenn du denkst so, boah, 17, das könnte schon sein, ja, komm, dann, der Lehrer hat eine Antwort bekommen, das muss ihm jetzt reichen, können wir bitte weitermachen. Diese Hürde ist irgendwie schon auch da. Aber glaube ich, beides ganz gute Tipps. So, das bringt mich so ein bisschen zu diesem ersten, also Podcast haben wir jetzt gemacht. Ich finde so als letzten Abschlussgedanken oder Vorabschlussgedanken, ganz oft, wenn ich sage, wir gehen jetzt rüber, dann kommen meistens noch 10 Minuten. Aber wie gesagt, heute krasse Regie. Warum machen wir das denn überhaupt live? Ich fand irgendwie so schöner Scheitern nach der letzten Folge irgendwie so ein ganz schönes, es ist doch so eine Alliteration, glaube ich. Und irgendwie so live scheitern, realistisch scheitern, aber auch irgendwie sagen, okay, zum Beispiel heute läuft ja wieder, ich finde, heute sieht doch gut aus, dein Kamera, das Rauschen ist vielleicht noch ein bisschen höher, dafür hast du heute eine Folgekamera, können wir vielleicht auch gleich zeigen, ist irgendwie sehr realistisch und der vorhin bis zum Kühlschrank verfolgt sie dich. Und ist sozusagen nicht so komplett Hochglanz. Willkommen zum Podcast Bits and Bytes. Können wir natürlich machen. Abonniert unseren Kanal. Ja, können wir alles. Genau, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, machen wir auch gar nicht. Finde ich auch bei anderen Videos einfach so, aber müsste man wahrscheinlich mehr machen, um im Branding-Podcast, es gibt halt auch so viele Podcasts. Also ich meine, gibt bestimmt auch irgendjemanden, der heute in der deutschen Großstadt aufgewacht ist und gesagt hat, ich mache heute einen Podcast. Und da ist die Konkurrenz natürlich auch echt hoch. Und du hast bestimmt jetzt auch noch was zu sagen. Siehst du, und das schneide ich auch raus. Damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast Technik mitgebracht und teilweise gekauft.
Bevor wir damit anfangen, den letzten Punkt Overhead-Projektor, die Links sind so gar nicht das, was ich erwartet hätte. Das sind irgendwelche, also das hat mit Overhead-Projektor nichts zu tun. Deswegen weiß ich nicht, du kannst die, glaube ich, die Shownotes auch nochmal checken. Ich habe die anderen soweit aufgemacht. Ja. Und anfangen können wir ja mal mit dem Hot New Stuff. Ist ganz süß, dass du, ja, egal. Wir fangen mal an mit dem. Ja, das ist Reddit. Du weißt, ich komme da nicht so richtig drauf klar. Wahrscheinlich hat sich das einfach geändert, seitdem ich da das letzte Mal drauf geschaut habe. Du meinst die Links, ja, hundertprozentig, weil das ist. Ich verstehe das auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir streichen den letzten Punkt und fangen einfach mit dem, also diesen letzten Unterpunkt. Die OpSpot-Kamera. Die hier nehme ich an. NDI, ist das die schon? Nein, das ist noch eine ganz neue, die es jetzt von OBSBot gibt. Okay. Die kann man, glaube ich, aber auch erstmal einfach nur vorbestellen. Also wir können uns die mal trotzdem angucken, weil ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das Produkt, was OBSBot vielleicht mal launchen und streamen möchte. Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken. So, ich glaube, jetzt habe ich es. Ich glaube, genau, okay. Das ist es. So, ich habe dich unterbrochen. Launchen und streamen. Ja, nee, dann weiß nicht, dann sprechen wir jetzt erstmal über die, würde ich sagen. Ja. Gut, Honey 4K, größerer Sensor, haben wir, glaube ich, alles schon gehabt. USB-C, genau, also die auch haben schön. Wir uns auf jeden Fall mal angeschaut im Stream. Da sind wir so über diese Seite gegangen von OBS und dann habe ich damals schon gesagt, ich bestelle sie. Und das habe ich auch getan. Und dann dauerte das wie immer irgendwie so eine gewisse Weile, weil ich sie natürlich direkt beim Hersteller bestellt habe. Und dann musste sie irgendwie geliefert werden über den Zoll. Ja. Und ich musste noch irgendwas bei UPS bezahlen. Aber sie kam dann irgendwann an. Ich habe wie immer ein paar Fotos von gemacht. Mhm. Man kriegt ein schönes Case dazu. Es gibt ein USB-Kabel, mit dem man sie anschließen kann. Das hat den Nachteil, dass es so ein bisschen starrer ist. Und das, was noch in dem Case drin liegt, also es ist ein USB zum USB-C-Kabel. Ja. Der Laptop hat noch ein USB. Ja, USB-C ist so super. Also es ist so. Also es ist ja, doch, was willst du eigentlich mehr? Genau. Aber die Rechner und die Endgeräte, mit denen ich arbeite, die haben typischerweise noch USB. Ah, gibt es einen Adapter dazu? Ja, es gibt so Magnetclip, hast du nicht gesehen, Halter, okay, mit dem man das jetzt oben auf einen Laptop draufstellen könnte. Jetzt, ansonsten hat die Kamera unten einfach ein Stativgewinde. Also finde ich jetzt so vom Shishi, das ist jetzt so ein bisschen so Unboxing durch Bildern, finde ich jetzt vom Shishi-Level her eigentlich ganz angenehm, weil, und vor allem, das ist ja, du hast ja da noch eine eigene Box draus gemacht. Mir würde jetzt ehrlicherweise, mir würde, glaube ich, das Box Ding schon reichen. Total genügen, ja. Also, die ist genial. Auf jeden Fall sehr gut, die Box, die ist sehr cool, die hat so einen Reißverschluss, hat so einen Hardcase und ich habe dann nochmal, weil ich das, die sieht größer aus jetzt auf den Fotos, als sie tatsächlich ist. Ne? Im Vergleich zu dem USB kann man sich ungefähr die, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja. Sie ist trotzdem eben, sie heißt nicht umsonst Tiny, weil sie sehr klein ist. Ja, mal gucken, ob ich hier dein... Ja, machen wir das mal aus. Okay. Ach, süß. Okay. Ja gut, das Ding hält natürlich sonst was aus. Ne? Das ist so ein PD-Case ist natürlich eine ganze Ecke stabiler. Genau, und da ist jetzt rechts die OBS-Bot-Kamera drin und links so ein Hollyland Lark-Mikrofon. Und dann sieht man, dann hat man eben in einem so einem Köfferchen noch mit einem USB-Verlängerungskabel eigentlich im Grunde alles drin, was man so braucht, um jetzt ein in irgendeiner Art gestaltetes Online-Stream-Hybrid, was auch immer, oder zur Aufzeichnung von Videos dabei zu haben. Und jetzt muss ich aber auch mal fragen, das hast du, die Cam ist jetzt auch genau die, die du gerade an hast, weil ich glaube, das hilft. Das ist die Cam, die ich jetzt die ganze Zeit benutze. Ich habe sie auch hier, weil ich jetzt relativ weit weg von diesem großen Monitor sitze, an einem USB-Verlängerungskabel angeschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund dafür ist, dass sie vielleicht ab und zu mal ausgeht. Ja. Dass sie zu wenig Spannung bekommt oder zu wenig Strom und dadurch die Spannung an dem USB einbricht. Oder dass sie auch einfach überhitzt möglicherweise. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht. Ich kann mal Hand anlegen. Ja, ja, sie ist schon ziemlich, ziemlich heiß. Ja, also. Ja, magst du mal kurz zum Kühlschrank gehen? So komplett random. Ich kann mal. Aber diese Verfolgefunktion. Also die Frage ist ja, warum... Ich halte mal erstmal meine Hand hier hin. Ja.
Also mit dieser L-Geste, so wie man das auch von einer anderen OBS-Kamera kennt, kann man sie zoomen. Und mit einem weiteren L kann man auch wieder reinzoomen. Ja. Ich mach dich mal eine Ecke größer. Das ist, ja, und was diese Kamera noch kann, die kann auch solche Zweihand Zoom-Geste. So, ich sehe mich, glaube ich, nicht so richtig so. Also wenn ich so kann ich reinzoomen und so kann ich auch wieder rauszoomen. Die Kamera ist jetzt so ein, mehr als eine Armlänge von mir weg. Okay. Sieht weiter weg aus. Sieht deutlich weiter weg aus durch. Ja, also ich kann ja mal kurz, damit man mal so ein Gefühl für den Raum bekommt, mal auf die andere, auf diese Logitech Meetup-Kamera hier umschalten. Dann muss ich, glaube ich, so klicken. Und einen kleinen Moment, bis das hier hoffentlich einmal umgeschaltet ist. Genau. Okay. So, also hier sieht man jetzt ein bisschen das Setup. Die Logitech-Kamera, die zoomt jetzt auch automatisch auf mich ran. Dann sieht man auch, dass diese Logitech-Kamera super krasses Bildrauschen auch macht. Also, das sieht so deutlich weiter. Also ich mal auf diese Logitech Meetup-Kamera, die auf dem Smartboard hängt, was hier vor mir ist, umgeschaltet, damit man mal so ein bisschen das Setup sieht. Also hier steht jetzt diese OBS-Board-Kamera vor mir auf dem Tisch. Ich kann ja mal ein bisschen reinzoomen jetzt mit der Kamera, dann stellt man fest, so ganz wahnsinnig tolle Qualität hat jetzt diese sehr, sehr, sehr teure, und die Fernbedienung ist wahnsinnig hakelig. Das ist auch genau der Grund, warum man eigentlich eine Tracking-Kamera haben möchte und nicht eine solche Fernbedienung, mit der man das live als Lehrperson, wenn, dann müsste man die jetzt irgendeinem Studenten, Studentin in der Hand geben, die während der Lehrveranstaltung eigentlich sich langweilt und sagen, guck mal, das... Mach mal Bildregie, bitte. Ja. Genau, verfolgst mit dem, was ich hier mache. Also ich habe hier auch so einen kleinen Manfrotto-Stativ, das war jetzt ein bisschen niedrig, deswegen habe ich einfach eine Lego-Kiste drunter gestellt. Und ich schalte jetzt mal wieder auf die OBS-Portal. Die andere ist deutlich schärfer, hat auch sogar ein bisschen Bild, also Tiefenunschärfe, also dass man sich schön auf die fokussieren kann. Okay, krass. Und Tracking so, funktioniert. Damit geht sie wieder an, genau. Und jetzt ist sie so rausgezoomt, und wenn ich jetzt aufstehe und mich im Raum bewege, dann ist das definitiv ein Vorteil dieser Tracking-Kamera, dass egal wo auch immer man jetzt hingeht. Kannst du mal zum Whiteboard gehen? Ich kann auch, ich gehe mal rum zum Whiteboard. Die ist auch ziemlich schnell, also man kann schon normale Schrittgeschwindigkeit gehen. Und ich kann mach mal, ja. Der Stift hat aber auch schon das Beste hinter sich. Ja gut, aber schwarz und rot würde, rot wahrscheinlich nicht, aber schwarz würde wahrscheinlich, in einem unpräparierten Raum müssen wir auch immer sagen. Es ist kein Whiteboard, es ist so ein Glasboard. Glasboard hat, glaube ich, zusätzlich das Problem, dass wie immer sich diese Deckenlampen darin spiegeln. Geh mal noch mal kurz rum und hol mal einen schwarzen Stift. Den benutzen wir im Normalfall nicht, der liegt ja auf der anderen Seite, weil der schwarze Stift gut sichtbar ist, aber sich blöd von dem Whiteboard putzen lässt. Ja, das sieht man super. Den sollte man super gut sehen. Ja. Wenn ich jetzt mal so eine typische elektrotechnische Schaltung anzeichne, kann man damit bestimmt ganz gut was machen. Wie gesagt, ich würde natürlich trotzdem einen Teufel tun und dieses Lightboard, Whiteboard, Glasboard benutzen, sondern mit einem Wacom-Tablet schreiben. Ich kann ja mal, ich mache jetzt mal so richtig Hardcore und gehe mal gegens Licht. Jetzt stehe ich gegenüber dem hellen Fenster. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt sehe ich mich nicht mehr selber. Schon. Lauf mal ein bisschen weiter nach links. Kannst du ja gegen das Licht, würde ich das nicht machen. Das ist dann zu, also gegen die Sonne kommt auch keiner an. Das kann, also keine Kamera. Das ist. Im Normalfall, ich würde natürlich an dieses Smartboard hier schreiben mit so einem Vakuum-Tablet. Was ich an sich eben ganz cool finde, wie gesagt, ist dieses, man kann jetzt mit dem L in die Luft, sollte die Kamera eigentlich zoomen. Das ist wie immer die Sache, wenn man es Vorführeffekt vorführen will, dann funktioniert nicht richtig. Also das ist mir bei den anderen OBS-Board-Kameras auch schon aufgefallen, wenn der Hintergrund nicht weiß ist oder nicht sehr einheitlich, dann hat die Kamera schon manchmal Probleme, diese Gesten zu erkennen. Und hier gibt es eben noch diese Geste mit den zwei Ls in der Hand, wo man
noch weiter reinzoomen kann. Und ich meine, dafür, dass die Kamera jetzt wirklich ein ganzes Stück von mir wegsteht, finde ich das mit dem Zoom schon echt gut. Ja, also da holt die dann aus der 4K-Auflösung schon ganz ordentlich was raus. Und also für ja, so ein klassisches Seminar-Setup für eine Übung, irgendwas, wo man ein bisschen im Raum rumgehen möchte und Sachen zeigen möchte, finde ich diese Art von Kamera weiterhin total praktisch. Also auch wenn, vorhin glaube ich, habe ich sie mal wirklich ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Ich renne jetzt mal wirklich um den Tisch rum. Flüchte. Also die Kamera ist... Also das ist vor allem, zumal die steht ja sehr nah und auch die Höhe passt ja nicht. Also mir ist es echt wichtig, wir zweckentfremden ja schon wieder Dinge. Das war nicht abgesprochen, du hast das jetzt einfach relativ aus dem Stegreif gemacht. Und in einem echten Setting, wir haben ja auch hier gar kein Leer-Setup gerade, in einem echten Setting stünde die auf was Höherem, die wäre irgendwie fest verschlossen, wäre entweder in einer Glasbox oder was auch immer. Und dann läufst du ja nicht random als Belastungstest sozusagen durch den Raum. Also muss man ja irgendwie auch mal alles realistisch halten. Und dann würde man eben auch kein Glasboard, sondern von mir aus auch eine Kreide benutzen. Grüße an die Kreide-Gang. Fertig. Genau, und es ist eben eine Kamera, ich glaube, die hat auch, zumindest wenn ich mich recht erinnere, so wie wir das letzte Mal uns angeschaut haben auf der Hersteller-Webseite, ich glaube, die hat auch so einen Whiteboard-Modus. Ja. Also wenn ich mich recht entsinne und erinnere, dann hat sie schon so eine Funktion, dass man auch hier Marker klebt auf das Whiteboard und dann sie per Software in so einen Modus schalten kann, wo man sagt, hier versuch mal diese Marker zu erkennen und auch wenn du in einer perspektivischen Verzerrung zu der Tafelfläche stehst, dann zieh die mal per Software gerade so. Ah, stimmt, das hatten wir auch schon mal. Kannst du noch einen Tick reinzoomen? Sonst ist, glaube ich, unser Tiefenverhältnis so ein bisschen. Reinzoomen. Ja. Was jetzt ganz spannend ist, also als ich eben hier irgendwie in der Luft rumgewedelt habe, hat sie den Tracking-Modus deaktiviert. Das ist jetzt bei dieser Kamera, ich versuche den mal wieder zu aktivieren. Ja. Das ist bei der ein bisschen schöner, weil man direkt an der Farbe, also wenn ich die Kamera angucke, leuchtet unten so ein kleiner Ring mit einer LED dahinter vermutlich oder mit mehreren. Und wenn dieser Ring blau leuchtet, dann weiß man, die Kamera trägt gerade. Also dieser kleinere, du bist jetzt auf der PTZ 4K. Ah, okay. Aber und auf der Tiny und du musst mal auf die Tiny 2 gehen. Ah ja, okay, verstehe. Genau. Und das ist die, die wir gerade besprechen. Ja. Aber die hat ja, ich will ja nur auf die LED-Anzeige, die scheint genau, ja da zu sein. Genau, da siehst du unten auch diese LED-Anzeige und blau heißt, sie trägt und grün heißt, sie trägt gerade nicht. Ja. Und ich glaube, sie hat auch noch andere Farben, also wenn ich jetzt aus dem jetzt war mal wieder Live-Test. Ich versuche mal unter dem Tisch zu verschwinden. Ganz total realistisch. Es ist total realistisch. Total realistisch. Und irgendwo anders hinter dem Tisch wieder herzukommen. Und jetzt siehst du, jetzt sucht sie so ein bisschen, da, wo ist der Matthias hin? Und jetzt leuchtet sie gelb. Ja gut, also weil du sie verwirrst, Matthias. Weil ich sie verwirrt habe. Und sobald ich jetzt wieder im Bild bin... leuchtet sie wieder blau, weil sie mir wieder signalisiert, pass auf, ich habe dich wieder gefunden. Hab dich, sehr gut. Und das habe ich ja früher immer mit Thomas Scheischmidt zum Beispiel im Mathe-Vorkurs gemacht, dass man so dann, wenn man sich voreinander stellt und die Person dahinter verschwindet, dann kann man sie auch vom Tracking des Heimes. Man kann auch alles kaputt machen, das ist wohl ja, so. Man kann die KI verwirren, also die braucht ja auch mal ein bisschen was das zu tun. Stimmt wohl. Wollen wir noch auf die andere oder wollen wir direkt auf die Hörsaaltechnik? Du hattest noch zwei weitere. Wir können mal noch auf die andere OBS-Bot-Kamera kurz eingehen, weil, also, was vielleicht so der Punkt ist, diese Tiny-Kameras, die sind schon sehr klein. Und ich will nicht sagen, dass die einen Konsumermarkt ansprechen, dafür sind sie vielleicht doch zu teuer, aber es sind eben dann am Ende trotzdem klassische USB-Webcams. Also man kommt auf einen USB-Anschluss raus, da gibt es kein HDMI, ich kann das nicht an so einen normalen Bildmischer anschließen. Es gibt dann von OBS USB-C auf HDMI-Adapter, sehr teuer, die das irgendwie wieder umwandeln, damit auch meinetwegen an einen Atem Mini oder an so einen klassischen HDMI-Switcher rankomme, aber ansonsten sind und bleiben das eben USB-Webcams. Und so wie du meintest, die sind irgendwo fest installiert, ich weiß es nicht. Also ich kenne wenige
Installationen, die sowas fest installieren. Ich glaube, das ist trotzdem eben was für so den mobilen Gebrauch. Man baut das auf, man baut das ab, man nimmt das irgendwo mit. Auch die neue jetzt? Oder die, oder die? Nee, die nicht, genau. Ja, so. Okay. Und ich glaube, diese, die du jetzt, ja, die, okay, die wir jetzt besprechen, diese Tail, das ist, glaube ich, so, dass eben das professionelle Produkt von. Okay. Weil genau, okay, dann haben wir gerade nochmal vorbeigeredet, genau. Weil hier sind, ist es ja genau. Also gut, jetzt Inhaltserstellung an der Halfpipe, ja, das wird so semi, also ist nicht permanent. Live-Shows, so quasi als Studio, Kochstudio, die wollen ja nicht jedes Mal auf- und abbauen, nehme ich mal stark an. Ja. Und mir wird ja eine Perspektive schon reichen, gerade wenn sie dich verfolgen kann, dann, ja, okay, krass. Oder die kann, wird wahrscheinlich, doch, die kann auch verfolgen, okay. So, genau. Und ja, die macht also alles das, was so die klassischen OBS-Spot-Tracking-Kameras auch machen. Ne? Sie trägt, sie hat irgendwie Gestensteuerung, sie hat so ein bisschen KI angeflanscht, um da vielleicht zu sagen, hier, das ist ein Gesicht, da gucke ich mal, dass ich das gegenüber einem grellen Hintergrund klar und deutlich darstelle. Man kann auch Tiere tracken. Das ist jetzt was ich in der Elektrotechnik und ingenieurwissenschaftlichen Lehre selten brauche. Aber Herrgott, warum nicht? Ja, mir würde jetzt auch kein, also ja, nee, okay, Objekt, aber okay, man kann, auch der Brokkoli lässt sich verfolgen, verstehe. Hier. Ja, also konsistente Verfolgung trotz Hindernissen, das ist ja das, was wir jetzt gerade so ein bisschen hatten. Ja. Ich bin unter den Tisch weggeklettert, ja gut, also das ist dann, das Hindernis ist dann ein bisschen groß. Stabile Verfolgung auch bei schwachem Licht. Okay. Aber es scheint eine Kampagne zu sein. Okay, also ja. Okay, krass. Director. Sie kann jetzt nicht nur Gestensteuerung, sondern auch Gestensteuerung 2.0. Das ist neu, oder? Ja. Weil es den Rest hast du gerade doch auch gemacht. Genau, den Rest habe ich gerade alles so ein bisschen auch demonstriert und gezeigt. Okay. So, und sie hat dann, also ja, weiß ich nicht, was, also das, diese Skizze habe ich noch nicht so ganz gut im Detail angeschaut. Das ist jetzt wirklich auch, wir sind ja eh schon hier auf absolutem Tech, Nerdy, Hardware, Unboxing-Level. Das ist natürlich auch, aber für eine Medientechnik oder eine IT-Abteilung, die, also egal wer das an der Uni macht, weil das ist ja immer noch unsere Perspektive, ist so eine Übersicht halt schon doch relevant zu sagen, okay, wie passt das denn irgendwie in unseren in unser Kabelökosystem? Wie kann ich, und weil die, also, wie kann ich die verbinden? Wie ergibt das zum Beispiel Sinn? Weil nicht alles mit USB funktioniert. Man würde typischerweise auf HDMI oder auf noch ganz andere Übertragungsstandards setzen. Genau, vielleicht auf SDI oder sowas. Genau. Und, ja. Okay, interessant. Also insofern, ich will jetzt gar nicht so lange über diese. Also genau, und ich sag mal, der Vorteil von der ist eben, die kann irgendwie Wi-Fi, die kann was Kabelloses, die kann Ethernet, was glaube ich sehr flexibel ist und vor allem mit dem man auch sehr lange Distanzen, also mit einem Ethernet-Kabel würde ich mal sagen, kriege ich auch mal 100 Meter oder sowas hin, wenn es denn sein muss, vielleicht nochmal mit einem Repeater zwischendrin, das werde ich mit USB nie hinbekommen. Ja. Und HDMI ist ja auch ein bisschen, okay, krass. Wie schon gesagt, wenn man an Bildmischer ran will, an uns Atem Mini oder sowas, dann wäre ja HDMI erstmal das Mittel der Wahl. Ja, ich benutze auch, also auch gerade eine HDMI-Schnittstelle, um auf die Kamera, die ja eigentlich eine Fotokamera ist, im Videomodus auch zuzugreifen. Klar. Okay, krass. Würde ich sagen, nehmen wir mal auf die Liste, obligatorische Frage, bestellst du die? Bist du? Ja, wahrscheinlich nicht. Also dann okay, ist mir schon die heftig. Kameras, die ich bisher habe, dann bin ich doch einigermaßen zufrieden mit denen. Also ja. Es stand ja auch irgendwie demnächst auf Kickstarter. Also das ist ja anscheinend soon to be. Okay, dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht mehr Zeit darüber. Sondern und die hat, also vielleicht noch als letzten Kommentar dazu, die hat einen Akku eingebaut, weil sie das, glaube ich, nicht hinbekommen, die jetzt alleine um USB zu powern mit dem allen, was sie kann. Das erklärt, warum hier kein Kabel zu sehen ist. Und warum man die einfach random, okay, das war aber noch ein wichtiger Kommentar. Und dieser Akku hält dann eben für x Stunden, also wahrscheinlich so, wie man so normal streamen oder aufzeichnen würde. Und ansonsten muss man wahrscheinlich eine Powerbank anschließen, um die dann so ein bisschen zu puffern, so wie bei meinem minimalistischen Stream-Setup mit dem Handy. Okay, dann würde ich sagen, springen wir in die. Also es ist jetzt nichts, was direkt bei mir so einen Haben-Wollen-Reiz auslöst, weil das
das, was sie dann zusätzlich kann zu den Kameras, die ich schon habe, ist für mich jetzt nicht so relevant, sage ich. Klar, klar. Aber mal so ein bisschen gucken, was aktuell so auf dem Markt gibt, was gibt es so Neues. Das finde ich schon interessant, wie sich auch Firmen da einfach und ihr Portfolio weiterentwickeln. So, wir haben, also du hast, ja, weil ja so geht schon in die ähnliche Richtung mit Ausgangssignalen und also so ein kleiner Schaltplan ist vielleicht gar nicht verkehrt, das zu kennen. Okay, was gibt es dazu zu sagen? Was habt ihr? Das ist eine Preview auf einen Prototypen für neue Hörsaaltechnik bei uns an der Uni. Mhm. Denn da wird es auch neue Kameras geben. Die Kameras werden auch ein Tracking haben, was aber anders funktioniert, nämlich über Laserscanner. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Also da werden so zwei Laserscanner oder drei oder manchmal in sehr großen Hörsälen auch vier so auf Kniehöhe montiert und schauen einfach im Raum, wo sind zwei Objekte, die sich dicht beisammen befinden. Das sind vermutlich zwei Beine einer Person. Nein, man kann damit natürlich auch RollstuhlfahrerInnen trecken oder Stühle, Tische, was auch immer. Also letztendlich sieht man da, dass da Objekte diese Laserstrahlen reflektieren und kann dann so ein bisschen daraus schlussfolgern. Das sind diese ominösen Laserscanner. Komisch. Ja. Fest installierte Hardware zur Videoübertragung der Lehre. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Fest installierte Hardware. Komisch. Also die ist jetzt da eben nur mal, das zu testen, aufgebaut. Und da kann man einfach total abgefahrene Sachen mitmachen, weil dieses Tracking einfach sehr zuverlässig funktioniert. Also man weiß, wo feste Objekte im Raum sind und man weiß, wo sich Objekte im Raum bewegen. Man kann Zonen festlegen. Ja. Wenn eine Person sich da und dort befindet, dann soll bitte mit der Technik ganz automatisch dieses und jenes passieren. Okay. Also das vielleicht so ein bisschen zum Tracking und dann kennen wir ja vielleicht so diese Mediensteuerung, auch die wir beim letzten Mal besprochen haben. Du hast verschiedene Eingänge, VGA, HDMI und dann hast du so einen Schalter und kannst sagen, hier, ich möchte jetzt irgendwie diese Quelle auf den Beamer schalten. Und naja, desto mehr Quellen es gibt und desto mehr Ausgänge es gibt, weil es vielleicht mehrere Beamer im Raum gibt oder weil man eben gewisse Videospuren und Eingänge auch aufzeichnen möchte und andere möchte man live zeigen. Also irgendwann kommt man mit diesen Knöpfen nicht mehr hin und man braucht eigentlich so eine Kreuzschienenmatrix, so wie man das so kennt. Kreuzschienenmatrix, das ist auch ein guter Podcast-Titel für Kreuzschienenmatrix. Okay. Ich glaube, bei vielen Podcasts ist es tatsächlich so, dass man man nimmt den Podcast auf und dann wird zwischendrin irgendwas Witziges erzählt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann der Titel der Episode, der Folge der Episode, ja. Das wäre jetzt, deswegen habe ich gerade Kreuzschienenmatrix gesagt. Ja. Um eine Kreuzschienenmatrix, es gibt verschiedene Eingänge, vielleicht kommen die von der Seite und dann gibt es verschiedene Ausgänge, die nach unten oder nach oben weggehen und jetzt kann ich Punkte setzen in dieser Matrix und sagen, diesen Eingang möchte ich auf diesen Ausgang schalten, umgekehrt. Und das macht man letztendlich immer so ein 11 Zoll, 10 Zoll, weiß ich nicht, über ein schon recht großes Touchfeld, wo man auch ein Preview sieht, eine Voransicht der Eingänge und Ausgänge. So, und da war ja noch irgendwo so ein Bildchen, wo man die, das hast du auch schon offen, wo man die verschiedenen Eingänge sieht. Das war, glaube ich, weiter oben. Ja. Da war mal einmal so zu sehen, oben in dem das zweite. Das hier, ja. Genau, ja. So, und also es gibt dann zumindest in den Hörsälen wird es fest installierte PCs geben, was ich total feiere, weil man eben nicht mehr ganz unbedingt seinen eigenen Laptop mitbringen muss. Wenn man schlau? Dann muss ich ja doch. Aber ja, mach mal weiter und dann kann ich ja immer noch dagegen schießen. Ja, also wenn ich einen folienbasierten Vortrag habe oder Teaching with Browser Tabs, dann melde ich mich in meinem RoFGU-Login, in meinem Uni-Login an. Dann muss ich irgendwie mir ein paar Browser Tabs aufmachen oder meine Folien aus der Cloud schnell herunterladen. Ja. Oder wenn ich schlau bin, kann ich die auch einfach direkt aus dem Browser im Vollbildmodus präsentieren. Das stimmt wohl, ja. Und also wozu brauche ich dann notwendigerweise meinen eigenen PC? Ich bräuchte den jetzt nur, wenn ich nebenbei ein Experiment zeigen möchte, weil ich da meine Oszilloskop-Software brauche. Oder wenn ich jetzt
irgendwas parallel in MATLAB mache und MATLAB auf diesem Rechner dort nicht installiert ist. Irgendwie sowas. Aber ansonsten würde ich sagen, ich mache erstmal den Hauptteil von dem Rechner dort. Mhm. Zumindest kann da mein Zoom-Meeting laufen, was ich parallel brauche. Das ist alles total gut. Und der eingebaute Rechner hat natürlich einen Hauptbildschirm und einen zweiten Bildschirm. Das ist das, was da mit PC, Haupt-PC erweitert gemeint ist. Ja, ich würde, also so leicht kritisch würde ich anmerken, du hast jetzt viel als MATLAB. Ich weiß, dass die Linguisten so Kataloge haben oder auch irgendwelche Katalogisierungssoftware und wo Zeilen genau. Also die softwarespezifischen Anforderungen unterschiedlicher Fachkulturen, würde ich das mal hochgestochen nennen, ist ja gegeben. Und wenn mir dann irgendwie meine VDI, meine IDE fehlt, nicht VDI, meine Entwicklungsumgebung mit wie auch immer, dann könnte ich, also zum Beispiel jetzt in Anwendungsentwicklung oder so, dann könnte ich mir vorstellen, oder von mir aus in der Architektur irgendwelche Design-Dinge, vielleicht ist es auch was ganz Analoges, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein fester Computer eher, also ich will nicht sagen Rückschritt, aber das kann auch nach hinten losgehen, weil dann sich keiner auf diese Maschinen verbinden möchte. Aber ja, wenn es denn so einfach ist. Du kannst ja weiter zentral, in deinen eigenen Laptop mitnehmen, ja. Sprich ja überhaupt nichts ja. dagegen. Also bist, den kannst du ja in dieser Matrix dort auch auswählen. Und ich finde es, also Matrix, sagen wir ja. mal so, allein als Backup-Variante finde ich es großartig. Das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, wenn ja, so ein zentrales. Wir kennen das alle, man hat den Laptop, aber das Ladegerät vergessen oder irgendwas funktioniert nicht. Ich meine, dann hast du immer noch die Chance, diesen dort eingebauten Rechner zu nehmen. Und was ist denn, was ich vielleicht auch sehe. Was ist denn dieses linke Bild? Ich will die ganze Zeit schon fragen, was dieses linke Bild ist. Ist das eine Overhead-Cam? Dieses linke Bild ist die Voransicht einer Dokumentenkamera. Oha, wo steht die? Die steht mit auf dem Tisch. Die müsste man auf so ein bisschen anderen Fotos auch sehen. Ach, das hier? Genau, das, ja, ach, das Ding da. Quatsch, das feiere ich zum Beispiel jetzt viel mehr als den externen Rechner. Ja, also um das vielleicht nochmal auf deinen, cool. Du hast in der Linguistik-Software... dann hast du die Software ja vielleicht, oder in welchem Fachbereich auch immer, du hast spezielle Software, dann hast du die ja vielleicht auf deinem Bürorechner auch installiert. Ja. Dann benutzt du einfach, um die Lehrveranstaltung zu machen, den dort installierten festen PC, verbindest dich von dem per Remote-Desktop auf deinen Bürorechner und hast da deine Software, deine Dateien, alles, was du brauchst, was du zeigen willst. Ja. Du musst trotzdem nicht deinen eigenen Laptop damit hinfahren. Aber wehe, der Medien-PC braucht dann ein Update. Also, weißt du, seine eigenen Sachen hat man ja gut im Griff. Ich will jetzt einfach nur den Blödmann spielen, der irgendwie dagegen ist und sagt, will ich nicht. Aber klar, ich feiere es einfach, wenn man sagt, hier USB-C dran und mit einem Kanal oder mit einem Kanal im weitesten Sinne hat man vom Internet über die Maus wie eine Dockingstation. Fertig. Großartig. Ja. Also du kannst diesen eingebauten Rechner benutzen als Backup oder vielleicht als primäres Gerät, wie auch immer. Er hat zwei Monitore. So, dann kann man seinen Laptop anschließen. Ich glaube per HDMI und per USB-C. Und da gibt es dann so eine gewisse Logik, wenn da ein Signal kommt, dann wird eben dieses benutzt und andersrum. Eingangsreihenfolge, ja. So, dann gibt es diese Dokumentenkamera als Eingang, die ich auch sehr feiere. Also die ist, glaube ich, auch nicht so ganz billig. Die kann man so runterklappen auf den Tisch, damit die nicht im Weg rumsteht, falls man sie nicht braucht. Und ansonsten kriegt man sie super schnell hochgeklappt. Und, lass mich mal gucken, ob ich das groß kriege. Noch weiter. Sie hat ein Hardware-Zoom, was ich auch grandios finde. Um da mal so rein und raus zu zoomen. Ich glaube, es gibt auch so Presets, dass man sagen kann, zoome auf die Größe eines A3, A4, A5, was auch immer Blattes und ansonsten kann man so rein und raus zoomen. Ja. Die hat Licht, man kann einen Freeze machen, man kann irgendwie natürlich Autofokus. Ja, okay, cool. Ja, alles, was man erwarten würde. Und allein diese Voransicht da drin, also dass man auf dem Gerät sofort sieht, was schickt diese Kamera raus, finde ich eben sehr gut. Und also ja, auf super kleine Sachen kann man mit der jetzt nicht zoomen, mit diesem Modell. Du erinnerst dich an unsere Dokumentenkamera-Folge, wo wir dann irgendwie super kleine Strukturen auf Computerchips gezeigt haben. Ich glaube, das könnte die jetzt nicht oder dafür müsste man das Objekt näher an die Linse ranbringen und dann weiß ich nicht, ob sie dann noch
die Schärfe zieht, aber also... Also die Tatsache, dass ich... Das Testobjekt, genau, wir haben die Rückseite von so einer Maus, wo schon sehr, sehr, sehr kleine Sachen drauf waren. Also und ich das kann ja die Nummer von irgendeinem Prüfsiegel oder einer Zertifizierung lesen, obwohl das mit einem Handy aufgenommenem, abfotografierten Bildschirm ist, den ich jetzt streame. Also, völlig also, in Ordnung. Wenn man vor einem Computer sitzt, man nehme seine Maus in die Hand, drehe sie um und gucke, was da für kleine Sachen auf der Rückseite stehen. Und dann kann man die sehr, sehr, sehr groß im Raum zeigen. Das ist schon vollkommen. Da muss man auch mal Kirche im Dorf lassen, was so die Anforderungen an digitale Lehre sind. Genau. Okay, cool. Und, Dokumentkameras, wir haben sie vielfältig besprochen, finde ich grandios, weil sie immer helfen, absolut, reale physikalische Objekte irgendwie so mit in guter Qualität in den digitalen Raum hineinzubringen und einfach ein neues Level an Flexibilität dazu bringen. Ja? Und also, was die Kollegen vom Rechenzentrum gesagt haben, was sie schon gemacht haben, wir hatten hier irgendein digitales Endgerät, das hatte weder USB-C noch HDMI als Ausgang. Wir wollten das trotzdem in einer Videokonferenz zeigen. Leg es unter diese Dokumentenkamera, filme den Bildschirm ab. Es hat so eine gute Qualität, dass du praktisch den Unterschied nicht wahrnimmst gegenüber. Du nimmst wirklich das Bild digital per HDMI, per USB-C raus. Aber fürs Protokoll, das ist die ausgedruckte und eingescannte E-Mail. Ich will es nur sagen. Fax des 23. Jahrhunderts. Das ist einfach so. Deckenmikrofone würde ich jetzt gerne überspringen. Ist zu Genüge gesprochen. Wir haben Deckenmikrofone, wenn sie funktionieren, sind super. Ansonsten einmal bitte nachrüsten. Auch Pentel Zoom hatten wir jetzt auch schon, haben wir schon x-mal gezeigt. Okay, ich glaube, was bei Pentel Zoom viel wichtiger ist, ist eigentlich die Perspektive der Kamera. Ja. Wo baut man die hin? Ja, also ist die dann wieder so an der Decke, hat so eine Vogelperspektive, das ist nicht sonderlich toll. Wenn sie sehr weit weg ist, dann kommt man schnell an die Grenzen des Zooms und die Kameras neigen zum Fokuspumpen. Also ich finde es einen krassen Raum. Man muss, glaube ich, lernen, mit umzugehen und man muss mit Sicherheit entweder so flexibel sein, so wie du jetzt, dass du sagst, okay, da mein Plenum, da irgendwie die Studierendenpräsentation, wie auch immer. Also, dass du einfach schon ganz viele Formate hast, die einfach passen, so Schlüsselloch-Prinzip. Im Sinne von, das ist einfach ein Raum, der hat gewisse Möglichkeiten. In jedem Fall sollte man, glaube ich, also man hat das so wie du jetzt, oder man muss sich und seine Lehrformat, also sein Lehrangebot umstellen, um diesem Raum in Anführungszeichen gerecht zu werden. Sonst ist es einfach zu krass. Sonst hast du einfach so viel Geld in so einen Raum gesteckt. Und ich glaube auch, dass ich so einen Raum mit so einem, vielleicht braucht man nicht stunden- und tagelanges Training, aber so eine gewisse Onboarding-Phase, um zu sagen, hey, so funktionieren das, bitte verstellt nicht das Tracking-System, weil wenn man da jetzt irgendwie was vorstellt, dann trackt das System nämlich genau ja nicht. Und also so gewisse Befähigungen will ich jetzt auch nicht nennen, aber dass man einfach mal sagt, hier, das ist eine Möglichkeit, diesen Raum zu benutzen. Gleichzeitig, so wie es wir in der letzten Folge angesprochen haben, sinkt meiner Meinung nach natürlich in unseren Bildungsumgebungen die Chance, dass Studierende einfach so in diesen Raum können, weil er inhaltlich und logistisch einfach zu teuer ist. Ja, also das ist mit Sicherheit so ein diametraler Nebeneffekt. Also jetzt nicht, weil Studierende nicht draufgelassen werden können, von den vielfältigen Möglichkeiten, die Technik dort bietet, komplett überfahren fühlen. Ja. Ich sehe auch, dass das, also einmal diese Technik zu kaufen, einzurichten und in die Räume zu stellen, ist vermutlich die einfache Sache. Das dickere Brett, was es dann noch zu bohren gilt, ist eben, alle Lehrpersonen, die irgendwie in so Räumen tätig sind, A, zu schulen, dass sie verstehen, was das kann, auch was das nicht kann, was Chancen, Grenzen, Herausforderungen, Möglichkeiten und so in dieser Technik dort sind und die dann auch didaktisch sinnvoll einzusetzen. Ja. Und also das zusammenzudenken, ne? Also man muss, dass sich das auch gegenseitig befruchtet und so ein bisschen, also dass man versteht, was kann das und Lehrveranstaltungen entsprechend plant, aber das ist auch so ein Henne-Ei-Problem natürlich, ne? Also, du musst das erstmal genutzt haben, um zu verstehen, was das kann, um dann dir wieder für die nächste Lehrveranstaltung so ein bisschen
im Sinne agiler Lehre zu überlegen, oh Moment, was habe ich beim letzten Mal gemacht, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Es bietet auf jeden Fall unendlich viel mehr Möglichkeiten, die man bisher nur so über ganz viel Aufbau, Abbau, Eigendings hinbekommen hat und die man jetzt eigentlich Schnipp auf Knopfdruck haben kann. Ja. Plus dieses, man kann eben auch aufzeichnen direkt von dort. Ja. Und man kann auch sagen, ne, ich möchte dieses Bild hier live haben und ich möchte aber vielleicht was anderes aufzeichnen, weil ich live, jetzt geht meine Kamera, nee, jetzt hat sie geht zum Glück nicht aus, jetzt ist nur das Tracking. Weil, also das ist immer noch ein Problem mit diesen OBS-Board-Kameras, wenn man gestikuliert, dann schalten sie mal gerne das Tracking ein und aus. Und naturgemäß, ja, also klar. Sie erkennen irgendwie hin, ne? Ja. Also weil du ja meinetwegen, du möchtest Kamerabilder der Zoomies, auch wenn sie nie die Kamera anhaben, ne, aber die möchtest du vielleicht live im Raum zeigen, aber die sollen nicht auf die Aufzeichnung kommen und so weiter. Ja, und ja. Eben, du hast verschiedene Ein- und Ausgänge. Was noch mit dazu kommt, das sieht man jetzt auf dem oberen Tweet, auf dem vierten Bild, vielleicht wenn du da nochmal kurz drauf gehst, da wo jetzt direkt von deinem Kamerabild versteckt, ich weiß nicht, ob du das in OBS schnell irgendwo anders hingezogen bekommst. Genau, da gibt es ein Wacom-Tablet. Schießt jetzt hier schon richtig den Vogel. Das ist schon ein krasser Raum, okay? Mit dem man natürlich schreiben kann, mit dem man sich die Kreidetafel und oder das analoge Whiteboard spart, mit dem man Notizen auf seine Folie machen kann. Und was auch nochmal eben ein Monitor ist, also auch auf dieses Wacom-Tablet kannst du dir den kannst du auch noch mal als zusätzlichen Monitor einfach nutzen, um dort Sachen anzuzeigen. Okay, krass. Wenn du es nicht zum Schreiben benutzt oder eben natürlich darauf schreiben. Und das ist was, also wo man, wenn das gut funktioniert, das ist natürlich eine Sache, wie man das softwaretechnisch abbildet. Also Zoom ist da, glaube ich, ganz gut, weil du einfach über viele Sachen beliebig rüber hinweg kommentieren kannst. Es gibt so Open Board als so ein Open Freeware Tool. Also du meinst jetzt die Oberfläche zum Zeichnen? Ja, genau. Ja. Also ich glaube, die meisten Leute werden ja PowerPoint benutzen. Ich bin kein PowerPoint-Nutzer, aber ich glaube, in PowerPoint geht das ja auch, dass du sagen kannst, ich schreibe über PowerPoint-Folien drüber mit einem Stift, oder? Wie meinst du? Naja, du hast eine PowerPoint-Folie und willst darin nochmal was einzeichnen. Aber wer macht das? Dann geht das doch direkt in PowerPoint im Präsentieren-Modus, dass man... Ja, aber machen das Menschen? Also... Naja, das ist eben, ja, also das ist die Frage. Also in ingenieurwissenschaftlichen Sachen finde ich das, oder in Mathe finde ich das ja total nützlich, um so Sachen im Entstehen zu zeigen. Aber eine Mathe-Vorlesung oder Mathe-Formel in PowerPoint zu bekommen, ist einfach... Nee, das ist eine andere Nummer, ja. Ja, aber das wäre ja automatisch Teil von einer... Du kannst Windows Journal benutzen, du kannst OneNote benutzen, was auch immer. Mit irgendwas kannst du da schreiben und kannst die Sachen eben direkt digital abspeichern. Ja. Du kannst bei der nächsten Session die wieder aufrufen, du kannst sie digital den Studierenden zur Verfügung stellen und du musst jetzt eben nicht mehr eine Tafel abfotografieren. Das ist vielleicht so der Punkt. Ne? Und du musst nicht mehr das analoge Whiteboard abfotografieren, um deine Notizen irgendwie... Der Raum hat gar kein Whiteboard, sehe ich gerade, oder? Ich sehe einen Flipchart. Das ist ja eben nur ein Raum, in dem das prototypisch aufgebaut wurde. Das ist eigentlich der Videokonferenzraum unseres Rechenzentrums. Ich glaube, so viel kann ich erzählen. Ah, okay. Verstehe. Es ist kein Lehrveranstaltungsraum. Okay. Ein Raum, in dem mal diese Technik in Gänze aufgebaut und getestet wurde. Okay, klar. Irgendwo muss man anfangen. Okay. Irgendwo muss man anfangen. Im Sinne der Zeit. Neues Mikrofon heute, nächstes Mal. Oh, lass uns das noch heute besprechen. Okay, let's go. Wir haben wieder den Kollegen Sexauer aus Karlsruhe. Ja. Richtig. Ja, der ist ja beim Thema Mikrofon auch definitiv immer mit am Start. Genau, also lass uns vielleicht erstmal auf die Hollyland-Seite gehen wieder und die so ein bisschen durchscrollen. Okay. Also es ist ein Zweikanal-Funkansteckmikrofon. Es gibt so eine schöne Ladeschale-Box dazu. Die habe ich hier auch vor mir rumzustehen. Die ist bisschen kleiner als so, wie man das von dem Lark 150, was ich ja sonst immer verwende oder benutze, kennt. Ich glaube, dieses andere hatte, ich glaube, die 150 kam, dass das 150 Fuß Reichweite hatte oder 150 Meter, das hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist krass, ja, okay. Okay, das braucht ganz nette Features, ja.
Es hat so, genau, es hat im Prinzip die Features, die das DJI-Mikrofon, was wir, glaube ich, auch mal besprochen haben, auch hat. Also es hat so ein Magnetic Attachment, es kann auf den Geräten aufzeichnen, es hat so ein Touch-Display, du kannst nochmal externe Lavalier-Mikrofone anschließen, musst aber nicht. Okay, und ja. Es soll eine und also Sachen. Was ich jetzt ziemlich interessant finde, ist, dass du es mal, dass es mal eines von diesen Mikrofonen ist, was du direkt per USB-C an Rechner anschließen kannst. Also dass man diese, ja, im Endeffekt Krücke umgeht, dieses Klinkenkabel, was es da gibt, was wir auch schon mal so ein bisschen diskutiert haben. Ne? Also ich nehme ein analoges Audiosignal, dann digitalisiere ich das irgendwie für die Funkschnittstelle und dann mache ich es wieder analog, um es auf dem Klinkenkabel zu geben. Ja. Dann gebe ich es direkt wieder auf dem Audio-Interface, um es wieder digital in den Rechner reinzubekommen. Also es hat direkt USB. Es hat auch so ein Noise-Canceling. Da können wir vielleicht gleich auch noch irgendwie drauf zu sprechen kommen. Ja, eine Signal-to-Noise-Ratio wurde gerade ausgeschrieben, genau. Eine Funkreichweite, die auf jeden Fall seinesgleichen sucht. Und ich habe es, ich kann jetzt mal ja so ein bisschen, na, meine Kamera trackt mich, jetzt muss ich mal die Kamera überreden, mich nicht mehr zu tracken. Also ich habe das hier, sieht man jetzt ganz gut, an meinem Poloshirt zu hängen. Das ist genau der. Das hast du auch schon wieder. Ach ja, ja. Okay. So, verstehe. Genau, das war jetzt der, das hat nee, das wusste ich jetzt nicht. Bestellt. Natürlich hat Matthias es bestellt. Und also was vielleicht gegenüber dem DJI-Mikrofon, ich glaube, das ist also so wie die OBS-Bot-Kamera ein Angriff ist, wenn man das so sagen möchte, auf den Wettbewerber Insta, auf diese Insta 360-Link, die wir auch schon mal besprochen haben, ist jetzt dieses Lark Max ein ziemlich direkter Konkurrent zu dem DJI-Mikrofon, was so ähnliche Features hat, also auch ziemlich große Reichweite, gute Audioqualität und so weiter. USB-C kann direkt auf den Dingern aufzeichnen und hat eben so eine schöne Ladeschale. Ja, hier das Rode GoMic 2, das kann auch aufzeichnen, das hat aber eben, wie wir auch schon besprochen haben, total fummelig. Du musst jedes Teil einzeln aufladen. Was ich hier gegenüber dem DJI wirklich einen Vorteil finde, und damit können wir vielleicht mal in die Bewertung oder in die Analyse, würde ich es mal nennen, von Andreas Sexauer reinschauen. Ja. Es hat ein Display mit so ein bisschen Touch und es hat aber trotzdem einen Drehknopf. Also es verpackt oder es kombiniert so ein bisschen die haptisch meines Erachtens sehr gute Bedienung von diesem Holiday Lark mit, ich habe zwei Drehknöpfe und da kann ich mir Lautstärke und Muten und so Sachen einstellen, mit dem vielfältigen, was so ein Touch, so eine Touch-Oberfläche bietet. Ja. USB-C ist natürlich auch definitiv, wie du angesprochen hast, sinnvoll, kommt auch einfach immer mehr auch in Endgeräten oder in Konsumenten, Prosumer, also wie gesagt, ich wüsste jetzt außerhalb unseres Arbeitsfeldes nicht, also natürlich, wenn man total, aber selbst wenn man ein extensives Hobby hat und sagt, okay, ich finde irgendwie Mikrofone spannend, aber es ist ja durchaus, warum machen wir das? Weil man irgendwie gute Qualität für Online-Lehre braucht. Und dann ist es eben so doch eher so ein Prosumer-Gerät, oder würdest du sagen? Oder, also, naja, es ist. Ja, es ist jetzt, glaube ich, nichts, was so an die Sennheiser-Preiskategorie rankommt. Ich weiß gar nicht. Teurer geht immer. Das ist ja irgendwie. Ja, teurer geht immer, genau. Aber für so normales Konsumer ist es schon ziemlich teuer und auch ziemlich professionell. Ja. Und Andreas meint auch, es ist eben eher schon was für die Videoproduktion, nicht notwendigerweise für die Hybridlehre. Ja. Die Argumente, die er da bringt, kann ich alle total nachvollziehen, würde ich auch eben genauso einschätzen. Und er liegt da wie immer sehr, sehr richtig. Ja, das trifft es, glaube ich, auch sehr, 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 ja, das fasst, glaube ich, auch sehr gut zusammen. So auf der Basis, was du jetzt gerade gesagt hast, wie das Produkt. Ja, krass, okay. Und ich bin mal gespannt, wie es sich denn anhört, wobei wir jetzt natürlich sagen müssen, dass wir über Skype aufzeichnen und das Audio von mir natürlich irgendwie einmal über den Skype-Kanal geht und keine Ahnung, was Skype da so Tolles macht. Ja gut, aber unsere Audiospur bearbeite ich ja eh nach, damit zum Beispiel alles gleich laut klingt oder gleich leise und genau, nee, klar. Ja.
Und, was das Mikrofon noch hat, ich will es nicht an mir rumfummeln, um das zu aktivieren, es hat so einen Noise-Canceling-Modus. Gucken, ob ich das auf der Webseite noch finde. Ich will im Angesicht der Zeit, ich peitsche echt heute so ein bisschen durch, weil wir sind erst bei Thema 2 von 4. Müssen wir einfach ein bisschen auf die Uhrzeit achten. Aber wir können auch lieber nur 3 Themen heute machen und dafür das nächste Mal weiter. Wäre auch völlig in Ordnung. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich den... Genau, du suchst mal das Noise Cancelling. Ja. Ich erzähle nebenbei eine Geschichte zu dem Noise Cancelling. Ein paar Kollegen haben heute bei mir angerufen und gesagt, sie wollen irgendwie einen Hochspannungsversuch machen, also wo irgendwas aufgeladen wird und sich dann entlädt und diesen Blitz mit einer Kamera filmen und mit einem Mikrofon nebenbei dieses tak, 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 also ja. wie so ein Knall von dem Blitz aufnehmen. Und haben aus irgendeinem Grund diese Aufnahmen in Zoom gemacht. Ich glaube, mit dem Grund, sie wollen das später auch in einer Zoom-Konferenz zeigen. Und man sah diesen Blitz auf jeden Fall in der Kamera ziemlich gut. Und man hörte von diesem Knall aber überhaupt gar nichts. Ja. Und dann haben sie sich überlegt, liegt das an dem Mikrofon, haben mich im Prinzip angerufen, hast du ein anderes Mikrofon, was wir mal probieren können? Und am Ende stellte sich heraus, obwohl sie schon alles in Zoom praktisch ausgestellt haben, was irgendwie Noise Cancelling, Audiokompression, was auch immer ist, hat Zoom trotzdem diesen Knall, dieses Blitzen einfach weggefiltert. Ja. Und also was man machen musste, war in Zoom wirklich den Originalton für MusikerInnen aktivieren. Okay, krass. Und dann war auf einmal das Knallen zu hören. Ja. Aber sobald du das Original-Audio ausgeschaltet hast, obwohl alle Audio-Kompressions-, Noise-Canceling, Hintergrund, Rauschunterdrückung, was auch immer ausgeschaltet war, hat Zoom trotzdem das Knallen einfach komplett weggefiltert. Fairerweise ist so ein regelmäßiges Untergrund-Hintergrundgeräusch halt offensichtlich nicht der Haupt- oder Vordergrund-Track. Insofern kann ich das so softwareseitig durchaus verstehen, dass man sagt, ihr seid sozusagen der 3-Sigma-Fall, oder die Kollegen sind der 3-Sigma-Fall gewesen, weil das will man ja eigentlich nicht. Sondern richtig. Ja, klar, aber... Und wenn sie per OBS das aufgezeichnet hätten oder probiert hätten, hätte OBS das natürlich auch nicht rausgefiltert mit Sicherheit, weil da eben nicht diese Zoom-Audio Nachbearbeitung drin liegt. Aber das wäre ihnen spätestens auf die Füße gefallen, wenn sie das dann tatsächlich mal in einer Zoom-Konferenz live hätten zeigen wollen, weil man einfach von diesem Knallen nichts gehört hätte. Aber auch, okay, spannender Aufbau. Ich habe noch so ein paar, man sieht jetzt zum Noise Filtering nicht so super viel, man sieht halt die Ratio. Also finde ich jetzt auch eher so, wie gesagt, so Nerd-Specs kann man sich, können wir ein Video beschreiben. Ja, weiß packen. Nicht. Also das Holyland Lark, also irgendein anderes Holyland Mikrofon, was ich auch habe, das M1 oder so, das hat das auch. Ich habe das auch mal benutzt. Ich will nur sagen, ne, also das ist bestimmt für hybride Lehrformate oder für Videokonferenzen ist das total toll, wenn man sagt, das Mikrofon für sich versucht schon irgendwie zu sagen, ey, das ist Sprache, das ist nützliches Signal, das will ich haben und alles andere ringsrum versuche ich schon mal irgendwie auszublenden, sodass Zoom oder was auch immer danach kommt, nichts damit zu tun hat. Aber es gibt eben auch mal Fälle, den 3-Sigma-Fall, wie du eben besprochen hast, da will ich das, was von dem Mikrofon kommt, genauso haben, wie es von dem Mikrofon kommt, ohne irgendwelche weiteren KI-Geschichten oder was auch immer da ringsrum. Und also ich wollte es erwähnt haben, dieses Mikrofon hat für sich so ein Noise Cancelling, aber man kann das eben auch ausschalten. Also das fand ich, hatte so ein... Ja, kurz ein bisschen was erzählen. Ich hatte das letzte Mal im Dezember 2021 Lightboard-Videos aufgenommen und hatte mir das immer mal wieder vorgenommen, nochmal welche zu machen. Habe dann wirklich erst jetzt so in der semesterfreien Zeit die Zeit dafür gefunden. Hatte mir natürlich, ich wollte ja auch nichts jetzt nur... aufzeichnen, um des Aufzeichnens willen. Ja, um des Aufzeichnens willen, also nicht notwendigerweise nochmal Content, den ich schon habe, jetzt irgendwie am Lightboard aufzeichnen. Also habe ich mir wirklich überlegt, wo, für welchen Aufgabentyp, für welches Thema bietet sich das an, dieses Grafische, wo brauche ich, das ist einfach ein genial, wo brauche ich auch kein MATLAB irgendwie nebenher und keine Simulationsumgebung. Und habe mir dann Zeigerbilder und Ortskurven überlegt in der Elektrotechnik. Da habe ich Grenzvideos zu und da war das jetzt thematisch auf jeden Fall sinnvoll, da nochmal welche nachzuschieben. Habe versucht, aus dem letzten Mal so ein bisschen zu lernen, habe die Kamera, die dazugehörig ist,
nach der Anleitung von, glaube ich, Kevin hieß ja von Lightboard Revolution, Lightboards oder was von der Firma. Also beim letzten Mal habe ich so ein bisschen abgerantet, dass das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert mit dem Weißabgleich und dem, ne, am Anfang sah ich immer total komisch aus und irgendwann habe ich dann so Gesichtsfarbe bekommen. Also habe ich jetzt die Kamera, nicht aufwendig will ich nicht sagen, aber mich schon durch die verschiedenen Menüs gekämpft und sie so ein bisschen optimiert. Eingestellt. Ich habe versucht, den Prozess ja, ein bisschen okay. zu optimieren. Habe, glaube ich, auch nochmal neue Stifte ausprobiert und so. Naja. Schmiert auch nichts. Ja, cool. Ich bin mit dem Ergebnis, mit den Videos, die rausgekommen sind, so einigermaßen zufrieden. Es sieht auf den Fotos dann doch immer noch mal besser aus als in dem Video. Ja. Hast du auch einen Link vom fertigen? Ich habe jetzt nur das von... Müsste ich rasch mal bei YouTube raussuchen und in das Pad. Ja, also nur wenn du magst. Also wer, weil an ja, sich finde also ich. Wir können ja auf jeden Fall uns mal zwischendurch die ja. Videos von. Also weil die Kollegen aus der Informatik haben das vorher genutzt. Da hatte ich irgendwie diesen Kontakt hergestellt. Ja. Ich habe es gefunden. Vermittelt. Ah, du hast es ja, gefunden. Ja. Auch dieses, was ich so cool finde. Dieser erste Moment, also angenommen, du hast keinen Stift, dieser erste Moment, du sprichst und es ist irgendwie, okay, es ist schon krass dunkel und okay, von mir aus weird, but okay. Und dieser erste Moment, wenn man dann anfängt, mit diesen Neonstiften zu malen, weil man, du kündigst ja ein Video nicht an mit, heute ist die PowerPoint rausgekommen, du sagst, sondern okay, das ist Vorlesung 3, Kapitel 2. Und hier würdest du ja auch einfach sagen, okay, wir machen jetzt heute Schaltung L, R und C. Und dieser erste Moment finde ich einfach immer cool. Lightboard-Videos. Ist auch das einzige Format, das ich noch nicht so richtig nachbauen konnte, weil es so richtig Hardware-spezifisch ist. Es ist schwierig, das in Software irgendwie nachzubauen. Ja. Also dieses, wenn man das erste Mal daran schreibt, das ist schon so ein gewisser magischer Moment. Ich hatte mir auch überlegt, was auch total cool wäre, wenn man sich dahinter stellt, dann schon mal irgendwie so den ersten Halbsatz spricht und in dem Moment eine zweite Person, ein Assistent, eine Assistentin, dann erst das Licht andreht, weißt du, dass man so Was ich mir auch vorstellen könnte, dass man, hier ist ja rechts richtig viel Platz. Also warte mal, lass mich dich in Zoom, in OBS auch nochmal rüberschieben. Also hier ist ja komplett Dead Space, wenn man so will, auf der rechten Seite. Ja, im Moment noch. Pass auf. Klar, aber am Anfang von jedem Lehrvideo ist es ja eigentlich immer so. Also zumindest jetzt in dem Setup. Und dann könnte man, weil ich denke ja schon wieder an irgendwelche Schnitte und Wizardy und Schnickschnack und so. Es darf ja irgendwie auch Spaß machen. Ne? Haben wir auch schon mal gesagt, ein kleines bisschen Spaß, so 5% ist erlaubt. Wenn du dich noch reinschneidest und quasi schon mal vorbereitest, also du zeichnest, so wie man jetzt hier zu sehen, und dieses ganze, dieses Erklär, dieser, also ich schneide dich sozusagen aus, setz dich rechts rein und du fängst, und eine Kopie von dir, weil wir ja in der, du musst es ja eh postprozessieren, du musst es ja drehen, oder du drehst es live, aber ist ja ich jetzt kein, live, ja. Genau, aber es ist ja kein Livestream-Setup, was ich bevorzugen würde. Und hier auf der rechten ist, jetzt bist du tatsächlich auch gerade dunkel geworden, dass dieser Intro-Teil dann funktioniert und schon auf der rechten Seite und du eine Kopie von dir, also da kann man noch so ein bisschen mit Dingen spielen, weil ja die Fläche da ist, aber es ist einfach von der visuellen Art echt, echt schön. Okay. Ja, und ansonsten, es ist und bleibt trotzdem ein sehr komplexes Setup, ja. In dem eben einfach viel schief gehen kann. Also ja. Man muss viel an der Kamera einstellen, damit es gut passt. Die Stifte müssen sein. Dann ist auch, ich habe das in OBS aufgezeichnet. Diesmal, beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, auf dem dort vorgefertigten Rechner in Camtasia. Der war aber der Lüfter unglaublich laut. Also habe ich diesmal meinen eigenen Laptop hingestellt, das auf meinem eigenen Laptop aufgezeichnet. Denn irgendwelche, also zwei von den Videos sind in Anführungszeichen nur in 720p, weil irgendwie kein Full HD aktiviert war. Okay, dann hatte ich am Anfang ein Problem mit, das sind diese Fotos, wo alles so grün war. Da war irgendwas auf diesem HDMI-Zwischenkonverter, der das Bild flippt. Da war irgendwas mit RGB und CMYK und so verstellt. Okay. Also man braucht ja auch eine Choreografie. Es ist ja durchaus. Ja, also einfach, also dieser Signallaufplan von den Sachen, die dahinter laufen, der ist einfach
schon relativ komplex und bietet viele Möglichkeiten, da irgendwas falsch zu machen. Und die Kollegen aus der Informatik, wo wir vielleicht auch in das Video reinschauen können. Weil es war, wie gesagt, nicht gelistet. Genau, wir können das zeigen. Das ist jetzt noch nicht gelistet, weil das noch, also geschnitten ist es natürlich schon. Das hat auch so dieses Branding. Ja. Aber die sind, glaube ich, noch nicht richtig verschlagwortet und da fehlen noch Ja, ist gut, wir haben ja auch keine URLs hier oben. Ich habe das ja alles schon rausgenommen. Ja, nee, ich habe mir das Video tatsächlich auch schon angeguckt, weil das war ja auch schon letztes Mal auf unserer To-Be-To-Discuss-Liste, genau. Und ja, ein Ticken kürzer als deins. 22 Minuten, das ist halt Meister. Das ist halt schon lang. Aber das habe ich mir tatsächlich auch schon wirklich schöne Erklärung und danach eingezeichnet, was gerade erklärt wurde. Ja, das ist ein schönes Ding. Genau, ich glaube auch, wenn du jetzt gesprungen bist, also diese Videos sind auch ein ganz bisschen geschnitten. Ab und zu sieht man mal die Person im Hintergrund eben springen und hüpfen, was natürlich so ein Ganzkörper-Videobild dann so mit sich bringt, dass man das nicht ohne weiteres so schneiden kann. Ja. Wir hatten ja auch schon mal diskutiert, also eine andere Alternative wäre dann vielleicht in den Momenten einfach sehr schnell vorzuspulen, dass man sagt, ich schneide nicht, aber ich mute das dann zu einem gewissen, wo man das die Tafel vielleicht wieder wischt oder sowas oder wo man sich verschrieben hat und mal was wegmacht, dass man das im Prinzip drin lässt, aber einfach 20-fach beschleunigt, um diesen Schnitt nicht zu haben. Und ich glaube, die Kollegen dort hatten den Vorteil, die sind eben nicht so einzelkämpfermäßig wie ich unterwegs, sondern die hatten einen Hiwi, der sehr audio-video-affin ist und die haben zwar dieses Lightboard Studio benutzt und das Lightboard haben sich aber letztendlich eigene Kamera- und Mikrofontechnik mitgebracht. Cool. Haben das mit einer wir haben ja schon mal gesagt, die Kamera, die dort installiert ist, die ist schon sehr teuer. Und ich glaube, die haben das mit einer sehr, sehr teuren Kamera aufgenommen. Wow. Auch mit einer, mit einer Rode Mikrofonstrecke, die auch schon nicht aus dem Prosumer, sondern aus dem professionellen Bereich kommt. Okay, krass. Weil es ist ein Ansteckmikrofon, oder? Genau, das weil ist schwarz auf schwarz auch schlau gemacht. Smart Lav oder sowas. Das ist so ein Rode Mikrofon. Ja. Also natürlich auch mit dem Ansteckmikrofon. Ja, man sieht da vielleicht auch unten auch, so wie bei mir am Hosenbund, die Rode Funkstrecke. Nee, ist schön gemacht. Die haben das direkt auf der Kamera aufgezeichnet, ohne das ganze Klimbim mit diesem Bildmischer und da hin und her. Und die haben das direkt in 4K gemacht. Okay, krass. Und also das wäre vielleicht was mich jetzt, wenn ich nochmal da Videos aufzeichnen würde, was mich vielleicht tatsächlich auch reizen würde, dann mal sowas in 4K zu machen. Und wenn es nur dafür ist, so wie du sagst, dass man am Ende so mit so einem Digital-Zoom schneidet. Ja, also ich nehme die ganze Tafel auf in 4K und wie du sagst, am Anfang benutze ich erstmal so einen kleinen Teil und dann kann ich digital praktisch in diesen Teil reinzoomen. Also am Ende produziere ich das. Full also HD. Der Output ist ein Full-HD-Video vielleicht, ne? Aber ich kann eben mal nur ein Viertel des Bildes zeigen am Anfang, weil ich erstmal alles in 4K aufnehme. Ist ja tatsächlich, genau. So, das ist ja der Hauptgrund. Absolut. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Du hast noch ein paar Behind the Scenes. Finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ja, zu dem kommen wir gleich. Genau, es muss echt abgedunkelt werden, damit die UV-Fläche richtig, beziehungsweise die UV-Lichter richtig drauf scheinen können. Du willst keine Reflexionen von Sonnenlicht, von Deckenlicht, von was auch immer. Also im Idealfall baut man sich das in irgendeinen Keller, wo es wirklich absolut gar kein Fenster gibt. Dann braucht man diesen ganzen Zauber mit den schwarzen Vorhängen ringsrum nicht. Ansonsten baut man im Prinzip in dem normalen Büro, Labor, wo das jetzt aufgebaut ist, sich einen künstlichen Kellerraum für die Nerd-Kellerbräune, weil man wirklich kein Sonnenlicht haben möchte. Ich finde den Aufnahmeassistenten, Aufnahmeleitung, wie auch immer man das nennen will, Nebensitz ganz gut. So haben wir das ja tatsächlich auch. Und zwar sowohl eine Person, die sich um die Technik kümmert. Gut, das ist eben der Vorteil. Dediziert Leute, also ich wiederhole auch, ich glaube, ich sage ein paar Sachen jedes Mal, wir brauchen immer auch so eine Bingo-Karte, dedizierte Hardware und Menschen und eine Person für die Technik und eine weitere Person, in Fingern zwei, für den Inhalt,
die in einem Vorraum sogar sitzt, damit man die dritte Person oder sogar das Duo, das dann gerade was aufnimmt, nicht stört. Und dann, also so entwickelt sich das nach und nach, damit man eben sagen kann, wir haben eine ganz klare Produktionslinie und wir wissen, was 22 Minuten Lehrvideo oder im Sinne von, wir wissen, wie viel Aufnahme und wie viele Minuten eine Folie oder irgendwie ein Lightboard-Bild als Einheit sozusagen ist. Und wir wissen, ich habe irgendwie 6 Schaubilder oder der Magdowski will 6 Schaubilder zeigen. Das sind irgendwie dann brutto so und so Minuten, netto kommen da so und so viele Minuten raus, weil wir es eben doch schneiden oder zoomen. Und dann ist es auch für alle Beteiligten viel besser planbar, weil man eben nicht sagt, ja, okay, wir machen mal und wir gucken uns das mal an. So ist das am Anfang eben. Aber wenn man es dann weiter professionalisiert, sich mit auch die Hardware da jedes Mal bleibt und da eben nicht Juff und begrenzter Farbraum, voller Farbraum, wie auch immer. Natürlich wollen sich Leute damit nicht beschäftigen. Natürlich nicht. Man guckt ja auch nicht, ob die, also es würde ja auch keiner auf die Idee kommen, sich irgendwie regelmäßig um seine Nutzerlizenzen oder so zu kümmern, weil es irgendwie von einer zentralen oder den Hörsaal irgendwie zu warten und also über ganz andere Dinge machen wir uns ja auch keine Gedanken und ja. Hier müssen wir es also, aber. Ich habe natürlich wieder nur für mich dort aufgezeichnet. Ich hätte dieses Mal diese zweite Person auch tatsächlich sehr gut gebrauchen können, weil das eine von diesen Videos, ich meine, ich bin ja jemand, der sowieso versucht, nicht zu schneiden, also eigentlich nur am Anfang und am Ende und wenn wirklich arg was schief läuft, zwischendurch mal ein, zwei Sachen irgendwie rauszuschneiden. Und das eine Video, ich weiß nicht, ungelogen habe ich das 4 oder 5 Mal aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob es bei der 4. oder 5. Aufnahme dann schlussendlich funktioniert hat, weil einmal war es so, ich habe es aufgezeichnet, dann war aber nach so 15 Minuten von dem 20-Minuten-Video war auf einmal der Ton total. Da war irgendwas mit der Soundkarte nicht so. Dann hab ich halbiert sich schon direkt die Laune. Das ist genau so. Dann habe ich irgendwas umgestellt an dem Audio, was das nicht hin und her. Dann habe ich es nochmal aufgezeichnet, festgestellt, oh, jetzt hatte ich überhaupt, also jetzt war das falsche Mikrofon aktiv. So, dann habe ich nochmal irgendwas gemacht, dann funktioniert irgendwas mit der Kamera nicht. Also es war immer irgendwas, funktionierte immer nicht. Man bis kennt's. Es dann Also irgendwann abends dann mal funktioniert hat. Das hat mir dann auch keine Ruhe gelassen, weil ich dann gesagt habe, oh boah, jetzt irgendwann muss doch jetzt mal dieses Video in der Zeit dann auch mal zu Ende werden. Ja, und am nächsten, also ja, das ist dann, manchmal hat man so wie beim Fahrradfahren, ja, so die Seuche am Fuß, wie man sagt, da hat man ständig einen Platten hintereinander, weil irgendwas immer ist, komisch. Und so war das da auch. Also die anderen Videos haben total fluffig und gut auf den ersten Schuss funktioniert, aber bei dem einen, bei dem zweiten von diesen 4 Videos, die ich geplant habe, bin ich wirklich fast verzweifelt. Und ich habe mich dann so ein bisschen geärgert, dass ich das nicht wirklich auf den nächsten Tag verschoben habe, sondern das Ganze unbedingt noch an dem Tag durchziehen wollte. Das muss heute noch raus. Weil ich dann abends erst die Videos hochgeladen habe und erst dabei festgestellt habe, oh Moment, blöd, OBS stand nur auf 720p und nicht auf Full HD. Und dann hatte ich aber wirklich keinen Bock mehr, diese beiden Videos eben nochmal aufzuzeichnen, jetzt nur dafür, dass es um Full HD geht. Und Perfect or Tuesday ist so das Erste, was sich meldet. Und dann... Und ich meine, am Ende sieht das, also sehen das wenige, ob das jetzt Full HD ist oder in Anführungszeichen nur HD. Es kommt dann immer noch eben erstmal auf den Inhalt an. Und machen wir uns nichts vor. Du siehst das meines Erachtens sowieso in dem Video. Kleine Indizes, manchmal verschwimmen die Stifte eben so ein bisschen. Also so richtig, richtig gut sieht das immer erst auf dem Foto aus, was man danach von dem Lightboard macht. Also zumindest mit den Kameraeinstellungen, die ich da jetzt für die Revolution-Leute gekriegt habe. Eine Lanze will ich kurz noch für Aufnahme brechen. Wenn du Übergänge rausschneidest oder auch sogar wenn du wischen musst, dann musst du ganz offensichtlich natürlich schneiden, weil dir will keiner 10 Minuten mehr wischen oder 5 Minuten mehr wischen zu gucken. Und selbst wenn du irgendwie 5 Minuten rausschneidest und es gucken halt 100 Leute, das, was die Menschheit an Lebenszeit spart, ist einfach mit der Grund, warum sich Schneiden lohnt. Das sozusagen als ganz, ganz blöde Milchmädchenrechnung. Und einfach so zu überlegen, so hey, okay, so ganz so grob über den Daumen gepeilt, lohnt es sich wahrscheinlich, wenn du denn nicht stundenlang dafür brauchst, logischerweise. Aber das kommt natürlich so. Aber so genau, und ich meine, ich versuche ja meine Videos trotzdem ohne Schnitt in einem Zug durch und eben auch ohne, jetzt geht meine Kamera wieder aus, nicht so schlimm, ohne, ich glaube, sie ist einfach sehr heiß, ohne Wischen das zu machen.
Und mir natürlich vorher so ein Tafelbild zu überlegen, so dass ich das ohne Wischen hinbekomme. Ne? Also ich habe, auch wenn ich da selten drauf gucke, aber wie das so ist, wenn man sich einen guten Spickzettel gemacht hat, braucht man ihn nicht. Ich habe mir schon vorher einmal sehr konkret überlegt, wo ich wie was hinschreiben will auf diesem Brett, dass das am Ende alles sinnvoll zusammengehört. Und ich ohne Schnitt auskomme. Genau, und das den Smiley haben sich die Informatiker dahin geklebt. Also mir ging das dann auch so, wenn du die Monitore, ich habe den Kontrollmonitor ausgemacht, weil ich den nicht brauche und ich habe nur, also was heißt den Kontrollmonitor hatte ich natürlich an, aber ich habe den zweiten Monitor, wo man sich irgendwelche Notizen drauflegen könnte, den habe ich ausgemacht. Und dann, wenn es wirklich sehr dunkel im Raum ist, siehst du die Kamera kaum. Also ja, klar, natürlich, ja, logisch. Logisch, wo die Kamera ist. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe mir dann noch den Kontrollmonitor von der Kamera rumgedreht, aber der schaltet sich, glaube ich, nach einer gewissen Zeit auch aus. Und dann hilft so ein Neon-Leuchtesmiley schon, einfach zu wissen, im Moment, da ist die Kamera, da musst du hingucken. Ja. Sehr cool. Ja. Und es, ja, also es ist und bleibt ein, wie wir mal gesagt haben, es ist so der Ferrari, der Porsche unter den Lehrveranstaltungs-Lehrvideoaufnahmesetups. Und ich habe dann auch festgestellt, boah, da ist ein komplettes Arte Mini unter dem Tisch verbaut. Einfach im Prinzip. Quatsch. Ja. So, eigentlich auch für nichts, weil du willst ja nicht unterm Tisch da jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4 klicken, aber naja, weil du den vom Rechner aus, wobei die Logik habe ich auch nicht verstanden, weil ich meine, vom Rechner aus könnte ich mir auch irgendwelche Szenen in OBS bauen und da verschiedene Inhalte zusammenschneiden. Also du könntest. Das wird mit Sicherheit Gründe haben. Machen. Also allein um die Signalstrecken irgendwie. Ich, for reasons, denke ich mal. Hier sieht man schon ganz schön, dass da halt doch durchaus mal ein paar Detscher und Streifen und Schlieren sich bilden. Muss wirklich gepflegt werden. Also sowohl von der Vorbereitung als auch bei der Nachbereitung. Ja, das ist zum Beispiel auch was, also das ist jetzt so Lightboard interner, wenn man aufnimmt, du siehst die verbleibenden Flecken beim Putzen am besten, natürlich wenn du das grelle LED-Licht ausmachst und wirklich nur das UV-Licht anlässt, dann kannst du diese Glasfläche zur Perfektion putzen und dann musst du aber danach natürlich wieder das Licht anmachen, ne? Das darfst du nicht vergessen. Also dieser Prozess ist, du kennst ja meinen, oder vielleicht kennst du oder auch nicht, meinen Blogartikel hier, so die Checkliste zum Starten von einem Hybrid-Meeting, mach das und das und das genau in der Reihenfolge. Ja. Und das ist hier so ähnlich. Also hier brauchst du auch, ja, es ist wie so ein Raketenstart. Also du brauchst ein Protokoll, mach genau das in der Reihenfolge, so checke dieses, checke jenes. Ja. Und dann schaffst du es vielleicht auch wirklich beim ersten Mal ein Video aufzuzeichnen. Und also wenn ich wirklich einfach geguckt hätte, mach eine Testaufnahme in OBS, mach jedes Mal eine Testaufnahme in OBS, guck, ist der Ton richtig? Ist das richtig? Ich mache jedes Mal eine Audioprobenahme, bevor wir losstarten. Also, ja. Und ich meine, in Zoom mache ich das auch. Ne? In Zoom mache ich auch jedes Mal einen Audio-Check und guck nochmal, hast du die richtige Eingabe, hast du die richtige Ausgabe? All diese Sachen. Und da ist das eben noch komplizierter. Deswegen habe ich vor Jahren, jetzt muss ich ein bisschen was vom Krieg erzählen, aber also Arbeitsteilung ist irgendwie so ein nicht, also quasi nie wieder wegzudiskutierendes Prinzip aus Wirtschaft und Arbeit, wenn man so will. Und es ist irgendwie eine Teamdisziplin, aber wir machen es irgendwie ganz oft alleine. Es ist halt echt. Genau, und der Punkt ist jetzt, also wenn ich jetzt vielleicht im nächsten Monat wieder aufzeichnen würde, wären das so ein Haufen Punkte, wo ich wüsste, okay, daran, an dieses und jenes musst du eben denken. Ja. Dadurch, dass das jetzt so fast 1,5 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal dort aufgezeichnet habe und jetzt auch natürlich wieder irgendwie mit einem anderen Setup das gemacht habe, ist das schwierig. Ja. Hatten wir, glaube ich, ja auch schon so ein bisschen beim letzten Mal diskutiert, das ist einfach ein Setup, was nicht in irgendein random Labor von irgendwie irgendeiner random Fakultät gehört, sondern das ist ein Setup, das gehört entweder in die Medientechnik oder in eine hochschuldidaktische Supporteinrichtung oder irgendwie an das Rechenzentrum oder an eine zentrale Einrichtung mit einer Person, die dieses Wissen für sich zusammenträgt, wie man das vernünftig benutzt und das alles macht und
im Prinzip so weiß, worauf musst du achten. Man kommt dahin, man bucht diesen Raum. Genau, bringt sein Inhalt, ist sein Material mit und dann ist irgendjemand anders da und sagt hier irgendwie so, selbst wenn dich das stört, wenn du lieber alleine aufzeichnen willst, überhaupt gar kein Problem, ich gehe gern raus für die Zeit, aber pass auf, ich helfe dir kurz beim Einrichten. Ja. Wir machen Check und dann klickst du hier auf Start und dann geht's los und dann kannst du aufzeichnen, was auch immer du aufzeichnen möchtest. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Du hast einen Kanal für die Hybridlehre gefunden, beziehungsweise einen Kollegen auch wieder vom KIT. Das ist einfach einen Kollegen vom Andreas Sechsauer und den Kanal habe ich auch schon länger mal, ich glaube, den haben wir auch schon länger auf unserer To-Do-Liste zu stehen. Ich wollte einfach mal darauf hinweisen. Also irgendwie meines Erachtens coole Videos, es sind kürzere Sachen dabei, es sind auch ein bisschen längere Sachen dabei und es geht... Sehr ansprechend, auch also inhaltlich und visuell sehr ansprechend, das ganze Material. Irgendwie Greenscreen, aber auch verschiedene Überblendungen. Und warte mal, eine Folie fand ich. Teaching with Browser Tabs. Ja, also das alles dabei. Also Kanalempfehlung. Ja, genau. Paul Christian John, wir werden das mal verlinken. Ja. Wer hat noch zu wenig Leute, die sich das angeschaut haben. Auf jeden Fall. Weil, keine Ahnung, wer weiß, wie das mit den hybriden Lehrformaten im Winter weitergeht. Da könnte man die Sitze als Greenscreen benutzen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Weißt du, was ich meine? Die sind grün. Ja. So. könnte man witzige Sachen mitmachen. Das ist auch Technik, die wir kennen. Man Fotostativ, OBS-Spot-Kamera, das ist Logitech 1020, großartiger. Okay, cool. Sehr gut. Genau. Und er ist auch einfach ein Praktiker, ne? Also er weiß, was er da macht. Er hat auch, wie du sagen würdest, seine Signalketten im Griff und die Software dazu. Deswegen ist das eine unbedingte. Oh, VoiceMeter, es ist ja okay. Ah, großartig. Okay, jetzt muss ich mir noch meine Ruhe angucken. Das ist auf jeden Fall Kanalempfehlung. Auch mit inhaltlichen, also im Sinne von Lehrsachen und auch Skin in the Game, muss man mal wieder sagen. Also einfach so Dinge, wo wir sagen, ist Show and Tell sozusagen. Sehr gut, das bringt uns zu einem weiteren Format. Ich schub's uns hier nochmal gerade ein bisschen zurecht. Ein weiteres Format, das ich ausprobiert habe, haben wir auch tatsächlich gar nicht, noch nicht so drüber gesprochen, war auch im Rahmen von einem MOOC, es war ein englischsprachiger MOOC, Data Science Bootcamp, haben wir das Ganze genannt. Ich und ein Doktorandenkollege. Wir haben ein paar Livestreams gemacht, einfach weil ich es ausprobieren wollte, ist auch forschungsrelevant. Ich wollte auf so ein paar Dinge hinweisen, die ich auch selber erst gelernt habe, wenn man es halt mal macht. Also wenn man irgendwie sich, so ein bisschen eher wie Fahrschule, Theorie muss sitzen, und dann wirkt man halt dreimal ab. Ich habe definitiv öfter abgewirkt. Und dann ist halt so dieses Learning by Doing ist auch definitiv ein Ding. Aber auch Lernen als sozialer Prozess hat man irgendwie gemerkt. Erster Fehler sozusagen oder erste Lernkurve. Stichwort Radiocam. Wir haben es benutzt. Ich lasse jetzt keinen Ton ablaufen, aber hier haben wir schon miteinander geredet und haben sozusagen so die ersten Schritte geplant oder wie wir uns das vorgestellt haben. Haben uns aber frontal abgefilmt, so wie wir das ja auch hier in den Videocasts machen. Das ganz große Problem war, dass die Leute schon erwartet haben, dass es schon losgeht. Ich dachte, dass wenn ich sage, okay, we are loading und wir brauchen noch einen Moment, dass wir noch in dieser Lobby-Atmosphäre wären. Und dann haben halt auch schon die ersten geschrieben, es haben auch tatsächlich relativ viele einfach auch schon gewartet. Auch deutlich früher angekündigt haben wir das Ganze im Kurs. Und dann war so, hick, no sound. Dann habe ich extra noch geschrieben, okay, es dauert noch einen Moment. Das heißt, die visuelle Perspektive hat sozusagen schon eine Erwartungshaltung erzeugt. Das fand ich einfach spannend. Aber man hat euch schon gehört in dem Moment? Nee. Wir waren sozusagen noch gemutet, aber schon in Farbe. Und dann habe ich beim nächsten Mal gesagt, okay, komm, live Radiocam-View ist so von oben. Und es kann erst gar nicht diese Erwartungshaltung entstehen, dass wir reden zwar miteinander, aber wir reden noch nicht offiziell, es geht noch nicht los. Ja, und hattet ihr dann irgendwie so Warteraummusik oder sowas in der Art? Also hat man irgendwas gehört? Nee, man hat gar nichts gehört. Und ich glaube, das ist irgendwie schwierig. Also weil dann Leute denken, das ist ja auch immer mein Argument für irgendwie eine Warteraummusik Absolut. In Zoom, in so größeren Meetings, dass man eben weiß, okay, da kommt was, da passiert was. Ich sollte vielleicht schon was hören. Wenn ich nichts höre, muss ich mal meinen Audioausgang checken oder gucken, ob mein...
Funkkopfhörer noch Akku hat oder was auch immer da so schief gehen kann dann auf der Audioausgabe. Und ich, also ich, wenn ich da jetzt zuschauen würde, selbst wenn da ein großes Rear Loading steht und ich sehe Leute, die den Mund bewegen, dann würde ich auch erwarten, dass ich irgendwas höre oder... Ich glaube, das Problem war auch, dass wir saßen ja schräg gegenüber, also direkt gegenüber, damit wir uns auch sehen konnten. Ich sitze dir jetzt nur virtuell gegenüber und muss eigentlich immer wieder auf dem Bildschirm gucken. Das war eigentlich auch ziemlich cool, weil wir haben auch Pair-Programming und verschiedene Sachen gemacht, wo man auch einfach sagt, okay, es ist sinnvoll, dass man sich wirklich in die Augen gucken kann, aber gleichzeitig wollte ich diesen Effekt erstellen, dass wir beide auch gleichzeitig in eine Kamera gucken, damit, ne? Und dann ist einfach der Unterschied klar geworden. Wir haben auch extra, ich habe auch extra mir einen Raum überlegt. Es war auch echt ziemlich cool. Es wurde auch mit unterstützt und alles. Sieht alles relativ messy aus, weil da hat man ja auch zum Beispiel viel stärker gemerkt, dass wir gerade noch miteinander sozial interagieren und das einfach auch noch nicht losgehen kann. Ja. Und war einfach so ein Learning. Und da haben wir uns auch, glaube ich, über die Warm-up-Frage irgendwie noch ein bisschen unterhalten. Und das war ein Fehler. Ist noch nicht gar nicht das Lernformat, auf was ich hinausgehen will. Weil ich habe die das eigentliche Lern- oder Lehrformat, das ich spannend fand, war, diese Streams inhaltlich aneinander zu knüpfen und das Ganze direkt noch mit, um das nächste Buzzword zu benutzen, mit einem Crowdsourcing oder Working-Ansatz zu verbinden. Deswegen Hashtag Crowdsource. Weil wir im ersten Stream gesagt haben, okay, lasst uns eine Umfrage erstellen, die wir dann an die Teilnehmer geben. Und dann war ich schon dabei und habe mir überlegt, wie man das halt macht. Okay, Umfragedesign, wie viele Fragen, welche Datentyp kommt da raus, wie würde ich das dann analysieren, wie man das eben auch für wissenschaftliche Publikationen macht, wenn man zum Beispiel qualitativ Daten erhebt. Und dann habe ich mir überlegt, warte mal, das ist ein Data Science Kurs, es geht irgendwie darum, dass die Leute mit Datenquellen umgehen, es geht damit, dass man schlaue Fragen stellt und ob ich jetzt eine Interviewfrage stelle, um in einem Unternehmen oder in einem Verein einen Prozess zum Beispiel zu verbessern und damit dann Data Science mache oder ob ich jetzt Online-Leute befrage. Kurzum, das ist irgendwie ein Skill, den man haben sollte. Der ist irgendwie auch für wissenschaftliches Arbeiten sinnvoll. Und dann dachte ich, das mache ich doch einfach mit den Leuten. Also im Sinne von auch, und dann kam war so die weitere Gedanke, das Gleiche geht mit Sicherheit auch für Texterstellung. Also man kann ja auch... Für das Fragendesign, was macht inhaltlich eine gute Frage aus oder wo sollte man bei irgendwelchen Auswahl-Items drauf achten oder wie man das dann technisch abbildet im Hintergrund? Eher Ersteres und zwar ganz konkret an einer, ich kann es mal zeigen, an einem Szenario und ich habe einfach gesagt, du bist jetzt regionaler Manager von einer Supermarktkette. Du sollst dir überlegen, du sollst dir irgendwie, du willst dein District besser verstehen. Einfach mal so einen Kontext gegeben. Da habe ich gesagt, okay, irgendwie jeder war schon mal in einem Supermarkt. Wohlwissend, dass wir einen internationalen Kurs hatten. Und wo wir sagen, okay, Supermärkte sehen auch durchaus anders aus. Also im Sinne von, wie sie aufgebaut sind. Aber auf der anderen Seite funktioniert halt irgendwie Supermarkt doch relativ ähnlich. Also es hat mir als Kontext gereicht. Und dann gesagt, okay, und was würdest du jetzt deine Leute fragen, um dein Local District zum Beispiel zu verstehen? Und irgendwie, du hast schon gesagt, also einfach so eine, man könnte das jetzt auch Fallstudie nennen oder Projekt. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen mal du hast dir jetzt schon überlegt, du machst eine Umfrage und du willst jetzt, was für Fragen würdest du stellen und was wäre der Grund dafür, dass du genau das willst? Und dann haben wir einfach angefangen und gesagt, okay, wir sammeln und dann war schon relativ klar, okay, wir wollen Demographics wissen, wir wollen andere Dinge wissen, wie Frequency, Cashless, okay. Und das haben wir wirklich, von irgendwie, Minute 50 bis, also wir haben über eine Stunde wirklich mit den Leuten gesammelt, dann haben wir noch ein bisschen vorgefiltert. Und das heißt, das haben die Teilnehmenden, haben das dann in den Chat geschrieben und haben das in ein Etherpad geschrieben? Nee, einfach in den Chat und haben gesagt, was finden sie wichtig, haben sie auch, haben wir uns über einzelne Fragen unterhalten, was ist sinnvoll. Und dann habe ich sozusagen dieses ganze Brainstorming und was ist den Leuten wichtig, was können wir kollektiv irgendwie sagen, was wollen wir, gebündelt. Natürlich habe ich dann das eigentliche Umsetzen des Fragebogens und das habe ich dann einfach noch in eine Lime-Survey gepackt. Das habe ich dann selber und offline gemacht. Das wäre eine Möglichkeit, dass man auch diesen Skill noch mit weitergibt. Habe ich dann dagegen entschieden, weil ja nicht jeder so eine Instanz hat. Und ob ich das jetzt in
irgendwie in eine Google Forms oder in eine Moodle Form oder eine Nextcloud. Das ist dann, also ich will der Leute nicht auf ein Produkt zielen sozusagen. Ja, es ist ja so ein bisschen, ich meine, ich habe das auch schon mal gemacht in diesem und jenem, genau den drei Sachen, die du auch gerade genannt hast. Jedes hat ja da so ein bisschen sein eigenes Geschmäckle, aber am Ende ist es, kennst du eins, kennst du alle. Manches ist ein bisschen einfacher zu bedienen, hat weniger Funktionsumfang. Also Lime Survey ist eben schon sehr, sehr, sehr mächtig und dementsprechend vielleicht auch manchmal ein bisschen dann für Außenstehende verquer in der Logik, aber klar, auf so ganz spezifische Klickschulungen, sowas versuche ich ja auch zu vermeiden. Ja. Also es ist mir auch schon oft genug auf die Füße gefallen. Ich habe mal für EasyEDA, für so einen Online-Netzwerksimulator Videos gemacht und weiß nicht, nur ein oder zwei Jahre später haben die ihre Web-Oberfläche praktisch einmal komplett geändert, sodass man diese Videos letztendlich alle wegschmeißen kann oder so einen langen Erklärungstext, pass auf, das heißt jetzt so und die Funktion findest jetzt in auch dem Screenshots Menü. Screenshots von Oberflächen, ja klar, das ist logisch. Und das fand ich, also es war auch irgendwie so ein Risiko, weil das hätte ja auch schlechter laufen können. Aber es lief halt, also weil der Haupt-Content-Block für also für schlechter im Sinne von, dass niemand einfach aus dem Publikum was zurückmeldet. Ja. Also, und dass das so wie vorhin in deinem Dora the Explorer-Meme ist. Genau. So, oh, niemand schreibt was, dann lass uns doch mal das Haushalt haben. Genau. Und das hat einfach auch richtig gut funktioniert. Die Leute haben das auch einfach aufgenommen. Natürlich war auch nicht jeder da. Und klar, es war halt auch einfach ein fester Tag. Auch Zeitzonen waren ein ganz wichtiges Ding, weil wir halt gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie eine Zeit finden, ja, also unsere europäische Potsdamer Zeit. Wir müssen ja aber auch, dann habe ich auch direkt einen Umrechnungsrechner mit in die Mail geschrieben und gesagt, okay, hier einfach deine Zeitzone, weil ich weiß ja nicht, du könntest ja auch genau an dem Tag woanders sein. Ich meine, Zeitzonen sind auch einfach super weird. Ja, also dieses aber so 4 Uhr bis oder 3 Uhr bis 6 Uhr, 8 nachmittags, abends, 15 Uhr bis 18 Uhr europäischer Zeit funktioniert eigentlich weltweit ganz gut. Ja, ne? Das ist in Afrika sagen, relativ früh, in Asien ist es schon relativ spät, aber da kann man fast weltweit dran teilnehmen, wenn man jetzt nicht gerade auf Hawaii oder so ist. Ja. Nee, wir hatten auch tatsächlich echt schöne Teilnahmezahlen und Leute. Und was ich dann einfach, was wir dann im zweiten Stream gemacht haben, ist, wir haben dann das Datenset genommen und deshalb, ich habe dann noch ein bisschen Refinery betrieben, gesagt, okay, das eher nicht, da machen wir mal irgendwie da die Variable hinten dran und das brauchen wir noch. Und dann haben wir dieses fiktive Datenset über einen fiktiven Supermarktmanager, den ja dann jeder einnehmen sollte, habe ich dann umgesetzt, habe ich eingebaut und dann eben in unserem MOOC auch für alle anderen, die jetzt zum Beispiel auch nicht bei dem Livestream dabei waren, online geschaltet. Das heißt, jeder hat dann sozusagen teilgenommen an dieser fiktiven Umfrage, einfach um zu sagen, so, hey, wir wollen mit euch ein Datenset. Wir haben natürlich so diese klassischen Titanic-Dataset, das Iris-Dataset, also was man, diese typischen Machine Learning, aber dann, wir wollten sozusagen den Leuten auch gleichzeitig sagen, okay, nicht alles ist so super krass gesäubert im Sinne von, die Nullwerte sind draußen, also erstmal Median. Muss nicht alles super wissenschaftlich sein, genau. Und ich meine, zweitens, wenn du jetzt selber so ein Datenset erzeugst mit Leuten, dann wirst du ja auch so die klassischen Probleme haben. Ne? Du hast Sachen, die nicht komplett sind, also wo Leute nur einen Teil der Umfrage ausgeführt haben. Dann haben Leute vielleicht irgendwie bei so, also ganz offensichtlich Quatsch ausgefüllt. Weil sie alles auf maximal gestellt haben. Oder oft baut man ja was rein, um so zu checken, ne? Zwei Sachen, die sich gegenseitig widersprechen, wenn die sich oder so Pattern, die man einfach sagt, genau, A, B, B, A, ja. Habe ich aber auch, wir haben die Leute auch dazu ermuntert. Also weil es ja als Data Science Kurs ging es ja irgendwie auch darum, was ist Neues, was ist auch einfach Quatsch, wie du gerade sagst, wo sind Muster irgendwie drin? Ich habe zum Beispiel auch erlaubt, wenn ich jetzt wirklich eine Umfrage machen würde, das würde ich nicht erlauben, dass man zum Beispiel dass man das Alter als Auswahlfeld, das finde ich noch in Ordnung, aber dass eines der Auswahlfelder, dass das Datenpaar einfach ein Leerzeichen war. Das ist natürlich ein Designfehler, den ich bewusst eingebaut habe. Eine Spalte hieß auch einfach kryptisch mit noch irgendwie einem Underscore, dass man irgendwie, also irgendeine Hashzahl plus den eigentlichen Namen, in Woche 1 hatten wir auch Normalization und manche Spalten waren noch Quatsch. Ich glaube, eine Spalte haben wir einfach als irgendwie eine Konstante reingeknallt, aber keine
but refused to elaborate, also einfach dann einfach nichts mehr dazu geschrieben. Und wir wollten einfach ganz klar sagen, so hier, wollen wir mal zusammen mit euch Daten sammeln und B, nicht alles kommt so super squeaky clean daher, wie wir bisher in unseren Test- und Tutorial-Datensets hatten. Und um aber dann auch gleichzeitig zu sagen, okay, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich eine Exploratory Data Analysis? Wie entscheide ich überhaupt, was wir brauchen? Haben wir dann gesagt, okay, jetzt lass mal in die Daten reingehen und haben dann, Moment. Und ihr habt dann im Stream so ein Worked Example gemacht. Genau, im zweiten Stream. Im zweiten Stream haben wir dann in den Notebooks selber, also das war ja auch, also das muss man jetzt auch dazu erwähnen, in dem Kurs ging es eben darum, direkt Jupyter, also Jupyter Lab zu benutzen, ja. Innerhalb unserer Kursplattform. Und also wirklich quasi das Gleiche, was die Leute eh seit Wochen benutzen sollen oder seit Tagen benutzen sollen. Und dann haben wir einfach mal irgendwie eine EDA gemacht und wir haben über auch da dann haben wir mal zwei Pausen gemacht, haben auch die Leute gefragt, hier, was würdet ihr denn jetzt damit machen? Uns die Daten angeschaut. Und natürlich war das kein perfektes Beispiel am Ende, aber es hat einfach gezeigt, wie sehr man sich auch in Daten verlieren kann und dass man einen Plan braucht. Ja? Also es war wirklich so ein, was machen wir denn jetzt genau? Und dann haben wir ein bisschen angefangen. Die Irrungen, Wirrungen und Spontanitäten, ja, sonst Fall. Ja nur, wenn man gewissen Artikeln glauben möchte, in Präsenzlehrveranstaltungen auftreten. Die Aha-Effekte. Ja, ja, also ich finde, ich feiere sowas ja immer total, wenn man, also natürlich muss man ziemlich viel a priori Wissen und Erfahrungswissen als Lehrperson mitbringen, sich zu trauen, sowas dann eben live zu machen. Aber ich finde ja so Formate immer schön, wo man den Leuten eben ein bisschen beim Denken, beim Arbeiten zuschauen und zuhören kann. Also so verstehe ich eigentlich auch ein Podcast-Format. Also ich, klar gibt es mittlerweile auch sehr viel super krass vorproduzierte Podcasts, wo Leute sich vorher was schreiben und das dann sehr geschickt vorlesen oder wo das, also sehr geskriptete Interviews, ja, sage ich mal, miteinander zusammengeschnitten und verwebt sind. Das kann natürlich auch sehr spannend sein, aber eigentlich finde ich Podcast so gut. Zwei Leute haben sich schon irgendwie, ja, oder drei Leute haben sich ein Thema überlegt und unterhalten sich und man kann jetzt so ein bisschen so dem Entstehensprozess von Wissen oder so, wie so eine Vorgehensweise wäre, ja, der eben live zuschauen. Und manchmal stellt man auch fest, also ich weiß auch, dass ich mich vor also so zu Semesterende, da habe ich auch mal freitags eine Sprechstunde aufgezeichnet, da war auch leider kein Student da. Und dann habe ich so gesagt, hier, diese eine Aufgabe, das kann doch nicht so schwer sein. Ich möchte die jetzt mal gerne in MATLAB irgendwie simulieren. Ja. Und ich habe das dann probiert und probiert und probiert. Und ich habe das einfach, also obwohl ich promovierter Elektrotechniker bin, krass, oder? Also 15 plus Jahren Berufserfahrung, ich habe das zum Verrecken nicht hinbekommen, eigentlich so eine poplige Aufgabe, also vermeintlich poplige Aufgabe dann zu, ja, lösen. Und dann hat auch irgendwer hat Mitleid gehabt und hat in den Chat geschrieben, ach, ist auch nicht so schlimm, so nach dem Motto, können wir auch noch nächste Woche machen. Oder hat dann so geschrieben, im Zweifel fang einfach nochmal an. So. Ja, und dann habe ich, ja, gesagt, ich kann jetzt auch nochmal anfangen, das wird jetzt auch nicht viel ändern. Ich breche jetzt mal ab. Also ja, das ist so, wir sehr werden jetzt das nicht, ich werde das jetzt nicht mehr schaffen. Und dann ist es mir auch drei Stunden später irgendwie zu Hause eingefallen. Ja, nee, das, also du musst wirklich dann Schritt zurück, ja, das nochmal anders den Formalismus aufschreiben, dann geht's auf einmal. Und sowas passiert dann eben auch mal, ja. Und das ist dann, ja, Skin in the Game ist glaube ich, auch einfach, also das macht das dann authentisch. Und ich finde, das ist so eben cool an solchen Formaten. Man sieht mal so, dass vielleicht so ein ganz bisschen hinter den Kulissen, aber trotzdem im Schaufenster, was dann so passiert. Und ich meine, so wie ich das verstanden habe, ging es euch ja eigentlich um so ein bisschen Data Science, Jupyter, irgendwie Datenanalyse-Tools. Und diese Umfrage war jetzt eben so ein, ich will nicht sagen Hallo-Welt-Beispiel, aber so ein Beispiel, mit dem dann jeder was anfangen konnte oder was für jeden weltweit aus verschiedenen Kulturen, ja, und mit irgendwie heterogenen Voraussetzungen und diesen diversen Publikums und Anknüpfungspunkt ist, wo man sagt, an so einem Supermarkt war ich auch schon mal, ja, und ja, vielleicht war ich auch schon mal Teil einer solchen Umfrage, ja, und ich verstehe auch ungefähr, was Sinn und Zweck von sowas sein kann und jetzt nehmen wir das als
als so wie unser Lego-Kasten, ne, auf dem mir meine Kamera steht, hier ist der Lego-Kasten, jetzt fangt damit an, was zu bauen, um das zu programmieren. Hier macht mal eine Umfrage und damit machen wir jetzt Data Science. Und wenn ihr das ungefähr verstanden habt, dann könnt ihr eigentlich mit allem und nichts Data Science machen. Vor allem haben wir dann auch gemerkt, dass die Leute, also dieses, ihr könnt den Kurs mitgestalten, weil der so ein MOOC oder auch über Online-Kurs ist natürlich, wir haben uns irgendwie Wocheneinheiten überlegt, da Videos reingepackt, Quizze, Aufgaben, Abschlussaufgaben, Hausaufgaben und es wird an die Rampe gestellt, dann werden da Sachen online gestellt und der Livestream war eine Möglichkeit, nicht nur live dabei zu sein, sondern auch live ein ganz kleines Element mitzugestalten, wie jetzt eben die Umfrage aussieht. Ja. Und wie habt ihr das Prüfungsformat am Ende aus? Weil ich heute mal wieder als Flying Expert für das HDW NRW, frag mich jetzt nicht, was diese Abkürzung heißt, Netzwerk unterwegs war. Also Hochschuldidaktik und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vermutlich. Und es genau um das Thema so offene alternative Prüfungsformate oder also Prüfungen so ein bisschen mit Wohlfühlcharakter, will ich mal sagen. Ja. Also wo... Wie kann ich ein Prüfungsformat mit Studierenden gemeinsam entwickeln, also wo sich alle irgendwie drin wiederfinden, was aber trotzdem gut die Kompetenzen abbildet, die in der Lehrveranstaltung vermittelt werden sollten, im Sinne, also mit den Lernmethoden zusammen, im Sinne des Constructive Alignment, aber was aus Studierenden-Sicht trotzdem nicht allzu Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Frage ist natürlich völlig trivial, Herr Magdowski, ist natürlich völlig, kurz im Kontext, das war nicht mit Studieren, das war mit über 4000 Online-Lernenden, klassischer MOOC. Aber ich glaube, ich habe trotzdem eine Antwort auf deine Frage. In dem Kontext war es jetzt so, dass es das wöchentliche Aufgaben, klassisch Quiz, Multiple Choice, Point-and-Click-Quizze, die Aufgabe waren, teilweise die Aufgaben in den Jupyter Notebooks. Das heißt, die wurden dann abgegeben, so wie man auch Programm, also der Teil des Programmcodes wurde abgegeben. Und wenn man die Aufgabe entsprechend gelöst hat, dann wusste man, wie groß der K-Faktor bei dem KNN-Algorithmus gesetzt werden soll. Oder man wusste, wie die Antwort, zum Beispiel bei meinen SQL-Fragen habe ich dann bewusst gefragt, was ist der größte Preis in der Datenbank? Und dann wusste man das nur, wenn man die Aufgabe gelöst hat. Also ich habe sozusagen entsprechendes Wissen abgefragt. Das heißt, genau, ihr habt in dem Sinne so ein formatives Assessment, wie man so sagen würde, benutzt, was einfach kursbegleitend war und es gab keinen großen Endgegner am Schluss. Doch. Und es gab immer, gab es auch. Jede Woche gab es ein Assignment, ein Weekly Assignment, wie wir es genannt haben, teilweise auch zusammen oder aggregiert. Also jetzt nicht wirklich jede Woche, sondern man hat gewisse Meilensteine gehabt und dann musste ja auch so einer Kohorte aus so einem The Chat sozusagen die Möglichkeit geben, dass der eine will es am Dienstagabend machen, der eine macht das alles an einem Tag, der andere macht es regelmäßig Samstag. Deswegen gibt es eher so Sprintblöcke, wo man sagt, okay, von bis kannst du Dinge machen und einiges überlappt sich auch. Es gab trotzdem eine Abschlussprüfung, also und es gab, wer wollte, noch ein Peer-Exam, dass man selber, und jetzt kommt der absolute Bingo, dann haben wir nämlich gesagt, okay, wir machen zwei Projekte. Einmal von einem Datenset, das du schon kennst, also im Sinne aus einem Datenset, das wir zum Beispiel Titanic oder das Iris-Datenset, also so diese großen, bekannten Machine-Learning-Tutorial-Teaching-Cases. Und das zweite Projekt war genau diese Studie oder diese fiktive Umfrage aus dem Supermarkt, dass sozusagen die Leute mitgestalten konnten. Und dann war die Aufgabe, okay, hier sind 10, 12 Aufgaben pro Portfolio sozusagen oder 10 pro Projekt. Und Peer Review klassisch mit einer Rubik Matrix, irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Kategorien. Man muss an allen Phasen teilnehmen, damit das Peer Review Sinn ergibt. Also so wie auch bei Moodle und Co. kennt man ja alles. Und da war dann auch summativ oder da war dann auch, also es ist teilsummativ. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, was ist jetzt so eine Rubrik. Aber mit Kommentaren und das war besonders gut. Oder dann haben wir auch als Unteraufgabe gesagt, okay, warum hast du jetzt, also wir machen ja die ersten 4 Schritte wie in Woche 2.
Und warum hast du dich jetzt genau für die Variable entschieden? Warum hast du genau das Modell? Warum macht jetzt genau die Logistic Regression in dem Fall Sinn und so weiter? Damit die Leute eben nicht nur sagen, okay, Copy-Paste Quellcode, sondern ich habe das aus den und den Gründen genommen und auch diese Begründung wurde durch den Rubik bewertet. Genau, und die sozusagen MC-Fragen, und das brauchtet ihr, weil ihr eben eine ziemlich große Kohorte hattet und das irgendwie so ein bisschen skalieren muss. Genau, absolut, absolut. Ich kann also alles muss skalieren, was die Prüfungsformate angeht, weil... Ich meine, Peer Review skaliert natürlich auch in gewissen Grenzen und was ich mir vielleicht, keine Ahnung, ob ja einen zweiten Durchlauf oder so planen, auch bestimmt ganz gut vorstellen kann, ist, dass man mit den Lernenden gemeinsam sich irgendwie passende MC-Fragen ausdenkt, oder zum Beispiel irgendwie Distraktoren oder sowas in der Art, weil dann kriegt man natürlich auch nochmal ein bisschen Variabilität rein. Und also ich weiß gar nicht, was ich letztens für einen Kurs gemacht habe. Ich glaube, da ging es so um irgendwie, wie man vom IEEE aus, was man rechtlich beachten muss, wenn man so Studienwerbe, MINT-Sensibilisierungsaktionen mit Kindern macht. Ich glaube, das war aus dem amerikanischen Kontext, aber weil ich da irgendwie auf dieser Plattform angemeldet bin, musste ich ganz unbedingt auch diese Schulung da machen, damit mein Account seine Gültigkeit behält. Und ich fand diese Schulung im Prinzip ganz nett gemacht, so eine klassische Online-Schulung, wirklich mit sehr kurzweilig gut produzierten Erklärvideos. Okay. Also sehr schön, konnte man sich gut angucken. Sehr, sehr knapp, aber trotzdem eben schon sehr detailliert. Aber die Fragen fand ich dann doch relativ... Ja, also Crowdsourcing bei Fragen funktioniert ab einem gewissen Level, glaube ich, ganz gut. Irgendwann muss man schon filtern. Aber man kann ja auch den Leuten erklären, was gute Fragen ausmachen. Das ist doch ein Metascore. Ja, und ich meine, da hatte man so den Eindruck, okay, die haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um irgendwie wirklich ein gutes Studio oder gute Personen zu bezahlen, die ihnen... da die Videos und den Ton dazu produzieren, aber am Ende war dann ein bisschen das Geld alle, als jemand gesagt hat, irgendwie ein Assessment baut man auch irgendwie ein paar MC-Fragen ringsrum, die man auf dieser Plattform antworten muss, um tatsächlich am Ende ein Zertifikat zu bekommen. Und also jetzt so auch im Nachgang meines heutigen Workshops wäre das, was, also in meiner Nebenbeitätigkeit hier als Lehrpersonenberater. Habt ihr mal über Peer-Erstellung von Prüfungsfragen nachgedacht? Das ist auch mal total spannend. Ja, auf jeden Fall. Also zumal man ja auch, man findet ja auch Fehler oder Verbesserungen einfach, denn die 8000 Augenpaare oder die wie auch immer viele hunderte Augenpaare, die sehen natürlich auch viel mehr. Und da kommen ja auch Leute mit unterschiedlichen Erfahrungslevel zustande. Newsflash, wir sind da, oder man ist als Teaching-Team auch einfach nicht allwissend. Also, das ist einfach so. Und gerade bei Themen, wo sich auch immer wieder Dinge ändern, dann ändert sich da irgendwie die Library, das hatten wir auch irgendwie dann festgestellt. Und dann gibt es auch die Frage, warum macht ihr das so? Mittlerweile gibt es auch das. Weil passiert, durch die ganze GPT-Aktion kommt ja noch eine gewisse, irgendwie, warum nicht das? Ja, ist auch eine Möglichkeit. Also da gibt's einfach keinen Königsweg oder keinen alleinigen Weg. Es muss nur so sein. Und das war auch bei dem Kurs so wichtig, weil die ganz große Antwort ist dann, it depends. Nämlich je nachdem, was du für ein Datenset hast, was du eigentlich wissen willst und ob du das irgendwie aus Spaß jetzt wirklich nur hier im Kurs machst oder ob es wirklich eine Fragestellung jetzt in einem Kontext ist, ob es eine Forschungsfrage ist und so weiter. Und auch auf dein Beispiel bezogen ist das jetzt wirklich eine Zertifizierung, die wirklich jetzt sein, also ist es, ihr müsst da jetzt einfach alle durch, friss oder stirb, ist halt jetzt einfach so, oder ist das, okay, Prüfungsform mit Wohlfühlcharakter, wie du es gerade beschrieben hast, also welchen Zweck hat sozusagen die Prüfung an sich? Und Zertifizierung müssen wir wahrscheinlich auch mal wieder eine Sonderfolge drüber machen. Ne, ein so ein Punkt, den ich heute noch aufgemacht habe in meinem Workshop, und das ist, glaube ich, was ich mal so bei Axel Krommer gelesen habe, ist, wenn du in der Prüfung betrügst oder mal jetzt irgendwie in die Quizzen oder in dem Assessment-Format, was auch immer ihr gemacht habt, betrügst du dann dich oder betrügst du das System? Ist die Prüfung für dich, gehört die eben zum Lernprozess dazu? Möchtest du auch ernsthaft an der Prüfung teilnehmen, weil du sinnvolles, gewinnbringendes Feedback erwartest und weil eben mit der Prüfung oder den vielen kleinen Prüfungen, die es in so einem formativen Prüfungsprozess gibt,
weil da der Lernprozess eben nicht zu Ende ist, sondern weil die Prüfung für dich intrinsisch zum Lernprozess dazugehört und nicht irgendwie so on top und da so artifiziell angeflanscht ist, sondern man sagt, auch wenn das gar nicht so wie nach Prüfung aussieht, am Ende habe ich jetzt irgendwie eine Prüfung gemacht und ich habe ein Zertifikat bekommen. Und ich meine, klar, bei dieser Zertifizierung, Authentizität, Originalität, identifiziert man die Leute und so, gerade in so einem Online-Prozess ist sicherlich nochmal eine andere Nummer. Auf jeden Fall. Ja, nee, genau, das war einfach mein, was wir gemacht haben, wo ich sage, das war irgendwie cool und das war auch ein gewisses Risiko. Wir hätten, glaube ich, schon irgendwie Content gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen was anderes. Aber auch gleichzeitig den Leuten, auch unserer Community oder unserer Lerngemeinschaft so ein bisschen auch zu vertrauen. Und zu sagen, das heißt, es haben insgesamt 4.000 oder schon ein paar tausend Leute an diesem Kurs teilgenommen. Genau. Und ihr hattet dann auch immer eine erkleckliche Anzahl natürlich in den Livestreams und oder Leute, die sich die Aufzeichnung angeschaut haben. Doch, genau. Also haben auch echt mehrere hundert, die sich die Aufzeichnung jeweils angeguckt haben. Gut, die Dropout-Raten bei MOOCs, Auswertung läuft. Aber wirklich, wo ich sage, es ist, da sind auch über die Hälfte ist auch regelmäßig im Kurs aktiv gewesen. Ja. Also so die Retention Rate überhalb der Woche, das ist irgendwie auch alles relativ gut erforscht. Aber so, dass wir sagen, es hat irgendwie eine Möglichkeit gegeben. Wir haben dann auch in den Livestreams gemerkt, okay, auch gerade im ersten, wir wollen irgendwie einen gewissen Punkt, weil dann kommen ja die ersten Ergebnisse rein und die ersten Quizze sind gemacht und dann merkt man so, okay, dann haben wir zum Beispiel auch einfach nochmal den Punkt aufgegriffen, für was oder unter welchen Attributen ein Kreisdiagramm einfach sinnvoll ist und wann man eher kein Piechart benutzen sollte und was daran deceiving sein könnte. Also ich habe mal gelesen, 3D-Piecharts, die sind ja richtig gut. Ja, das ist ja, also es ist halt wirklich, wo wir halt gemerkt haben, okay, da stimmt die Quiz-Performance noch nicht und dann ist mir das, dann ist es egal, ob das jetzt irgendwie 46 oder 67 oder wie auch immer Prozent, also dann geht es mir eher darum, ein Großteil hat etwas anders verstanden anscheinend und dann würde ich auch eher sagen, dann liegt es jetzt bei, dann ist es meine Aufgabe als Lehrperson dagegen zu steuern, weil anscheinend habe ich es nicht klar genug oder sogar vielleicht auch anders oder falsch erklärt, weil ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht habe. Und wie gesagt, man stellt ja alles so an die Rampe und dann ist halt der Kurs und bitte. Und natürlich kannst du dann irgendwie sagen, ja, willst du noch bitte nochmal alle ins Forum gucken, aber auch, es gucken auch nicht alle ins Forum. Wie gesagt, jeder geht ja durch so einen Online-Kurs so auch leicht anders. Auch so, also muss ja auch mit seiner Zeit haushalten, was ja völlig in Ordnung ist. Dann haben wir aber lieber gesagt, so, okay, machen wir es lieber nochmal als Teil vom Stream. Den guckt jetzt auch nicht jeder, könnte man sagen. Den haben wir dann irgendwie auch in den Kurs gehangen und gesagt, okay, an der Stelle ist das für uns einfach auch eine Möglichkeit, Post-Production-mäßig sozusagen noch was zu tun. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Konnten dann leider nicht mehr Livestreams machen, aber Leute haben dann sogar noch gefragt, so hier, ja, der Kurs ist ja vorbei, machen wir denn noch einen? Weil, wo ich auch sage, ey, das ist irgendwie cool. Da konnte man als Community mal zusammenkommen und das gibt's halt auch ganz oft nicht, weil der Extraaufwand, den Raum aufzusetzen und irgendwie die Technik mitzubringen und anzumelden und hast du nicht gehört, der ist einfach immens höher. Also mein Leben wäre einfacher gewesen, hätte ich das nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich, aber. Aber man braucht es vielleicht eben als so ein Socializing-Aspekt da drin, ne? Oder eben um den sozialen Aspekt des Lernens und so dieses Kommunikative dabei eben abzubilden. Ja. Was ich jetzt auch noch so, ihr werdet das ja im Nachgang vielleicht aus euren Zahlen da rausbekommen, spannend finde, nochmal zu schauen, wann die Leute sich das eben angeschaut haben. Ich habe mit ein paar Lehrpersonen so aus dem normalen Uni-Kontext diskutiert, die mal ihre Moodle-Kurse analysiert haben und im Prinzip gesagt haben, in dem Moment, wo du als Lehrperson aufhörst zu lehren und die Prüfungsphase ansteht, das Semesterende ist und es in die Prüfungszeit rangeht, dann fangen die Studierenden an, sich intensiv die Sachen im Kurs anzuschauen. Mhm. Und vorher ist es immer so, ja, okay, da macht jemand was. Das ist ja alles, das gucke ich mir denn an, wenn es im Prinzip kurz vor die Prüfung geht. Das finde ich nochmal so einen spannenden Punkt. Das kriegt man bestimmt auch analytics-mäßig ganz gut raus. Ja, ich auch, ja. Und um nochmal irgendwie so diesen sozialen Aspekt, ich weiß nicht, bei 4.000 Personen jetzt irgendwie weltweit, wie groß dann die Chance ist, dass da Leute aus der gleichen Stadt, vielleicht auch aus der gleichen Hochschule oder so dabei sind, zu versuchen, dann so ein,
so ein Blended-Hybrid-Programm draus zu machen, im Sinne von, dass sich dann Leute, die an dem Kurs teilnehmen und zufälligerweise irgendwie regional in der Nähe sind, dass die so ein Matching bekommen und sagen, ey, pass auf, übrigens, der heißt so und so in dem Kurs mit dem und dem Nickname oder mit dem und dem Pseudonym, der ist da ganz in der Nähe von dir. Ja. Wenn du möchtest, ticker den doch mal an, vielleicht könnt ihr euch den Stream eben zusammen angucken vor Ort oder dieses und jenes Mal euch auf einen Kaffee treffen und was aus dem Kurs diskutieren. Oder noch niedrigschwelliger. Wir haben ja tatsächlich das Collaboration oder Collab Spaces. Man kann ja es ist eigentlich letztlich auch nur wie so ein Subforum, wo man auch sagen kann, okay, hier ist irgendwie eine BBB-Instanz und also diese sozialen Aktivitäten sind durchaus da, war auch tatsächlich Teil von einem Forschungsvorhaben. Das muss dann aber von den Teilnehmern kommen. Diese Matching-Metrik haben wir nicht. Das ist tatsächlich, das könnte ein spannender Charakter sein, weil man muss sich ja natürlich nicht treffen, aber allein zu wissen, okay, ich glaube, allein dieser Gedanke, du bist nicht allein. Und genau. Das ist einfach absolut augenöffnend. Es ist ja auch immer der Aspekt von so Peer-Review, ich gucke in fremde Lösungen rein, das hat jemand so ähnlich gemacht wie ich oder anders als ich, ist das trotzdem richtig, ist das trotzdem falsch? Total. Und andere Personen haben irgendwie möglicherweise ähnlichen Struggle wie ich, überhaupt die Aufgabe zu verstehen oder zu wissen, was sie machen sollen. Und das ist eben, das ist, glaube ich, sehr, sehr erhellend. Und dieser soziale Aspekt, den denkt man eben so selten mit in so digitalen Online-Formaten. Dabei ist der eben eigentlich total wichtig, auch beim, und den blenden wir ja in Prüfungen auch aus. Ne? Total. Ja. Deswegen wäre einer meiner letzten Punkte, weil du gerade gefragt hast, irgendwie die entspannteste Art der Prüfung, die ich bisher kennengelernt habe, wäre eine Portfolioprüfung. Dass man einfach sagt, okay, ihr habt, es gibt verschiedene Bausteine, ihr sollt irgendwie so, und dann kann man natürlich auch sagen, man kann irgendwie kumulieren und panaschieren, entweder ihr macht einen Aufsatz, 3 Seiten, oder ihr macht irgendwie einen Podcast, 10 Minuten oder wie auch immer, dass es so eine gewisse Wahlmöglichkeit gibt, oder man kann ja auch einen verpflichtenden Teil machen und dazu noch irgendwie ein Midterm-Exam, also das auch ein bisschen aufzubrechen, reduziert, glaube ich, die Möglichkeit, dass man sagt, okay, es gibt da eine Spitze. Genau, also das ist so ein bisschen, du musst nicht viel machen, aber du kannst ganz viel machen. Und das, was du machst, kannst du dir eben je nach deinen Präferenzen auch ein bisschen aussuchen. Genau, und dass man dann auch einfach sagt, es wird ein Portfolio gewertet und dann brauchst du natürlich auch irgendwie einen Rubik oder du brauchst irgendwie Leistungsgrenzen, du brauchst vielleicht auch ein Beispiel. Und ich hatte auch in einem Masterseminar, da sollten wir für das Internet der Dinge einfach ein Szenario entwickeln. Da sollten wir, und dann habe ich, ich habe Alureifen genommen. Habe ich irgendwie in einer Doku gesehen. Und der Prozess, wie durch einen Druck und dann ein Verfahren, ich habe super viel über irgendwie so Alu, das hätte ich mir niemals vorher sonst angeguckt, also warum? Und das dann mit dem MQTT-Protokoll quasi. Also es war natürlich noch komplett aus der Luft gegriffene und dann irgendwie geguckt und dann irgendwie noch gesagt, gibt es da vielleicht noch einen Weiterbildungswinkel an der ganzen Sache? Welche Sensordaten kommen an? Habe ich mit am meisten drin gelernt. Und da hast du sozusagen so ein Portfolio erstellt oder ein Artefakte in einem Portfolio. Genau, also es war eher... Also es war, und was hast du dann für ein Feedback darauf bekommen? War eine klassische... Das ist eigentlich so der Knackpunkt an so Portfolio-Geschichten. Ja, also es war der Kontext war dann doch nach Hausarbeit, aber dort hat man mit Ablaufplänen, Flowcharts und Schemata, also so klassische Wirtschaftsinformatik, sich eben überlegt, wo kommen wann welche Daten an, wer muss was wann wissen und wie unterstützt das den Herstellungsprozess. Und dann gab es klassisches Mini-Gutachter plus Anmerkungen in der Hausarbeit selbst. Und wir hatten natürlich auch ein Seminar und das Besondere war, dass das war im Anwendungszentrum, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Grüße an Professor Gronau von der Uni Potsdam und Mitarbeiter ans Anwendungszentrum IoT 4.0 oder Anwendungszentrum 4.0. Okay. Irgendwie so. Wir hatten da halt auch einen Roboter drin stehen und so, das heißt, es war jetzt nicht einfach nur in einem Seminarraum. Sondern das war wir haben hier Fließbänder, wir haben hier so eine Mini-Strecke und wir haben ein Labor.
Und da drin haben wir uns getroffen. Aber ist eben schon eher so eine klassische Master-Lehrveranstaltung, wo nicht so wahnsinnig viele Leute waren. Ja, waren irgendwie also 8 Leute oder so. Eben von mehreren Tausend dann so ein bisschen entfernt. Das skaliert nicht. Nein, es war auch echt viel Betreuungsaufwand. Genau. Ja, und das ist, also ich glaube, Portfolios sind so als Prüfungsformat noch total underrated. Also da gibt es eben irgendwie wenig Erfahrung mit und ich glaube, die können so formativ und gerade in so offenen Formaten kann man da super viel machen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt, dass das funktioniert, ist, dass die Studierenden eben sobald sie da was reinstellen, irgendwie so praktisch sofort Feedback bekommen, was so wie bei einem Vortrag immer erstmal wertschätzend ist und sagt, ey, super, dass du was gemacht hast und so, das ist schon mal irgendwie alles ganz, ganz toll und ganz brauchbar. Ja, und dann irgendwie so durch die Blume jetzt aber so. Und also sehr konstruktiv, was könntest du beim nächsten Mal irgendwie weitermachen? Weil man diese. Damit dieser Big Bang auch vermieden wird. So, jetzt Prüfung, durchgefallen, schlecht. Ja, genau so. Und das, was wir bei uns, siehst du, dass meine Kamera neben Dings, irgendwie kriegt die das mit dem Fokus gerade nicht hin. Ja, ein bisschen Fokuspump ist da, Ja. Also das, was, wo wir mal ein Portfolioformat hatten, war in so einer Lehrveranstaltung, wo es um Schlüsselkompetenzen ging. Und das war eine große uniweite Ringvorlesung zum Thema Schlüsselkompetenzen mit schon ein paar hundert, jetzt nicht tausend, aber ein paar hundert Teilnehmenden. Und haben auch gesagt, Schlüsselkompetenzen am Ende, die durch eine Klausur zu prüfen, die Leute zu fragen in einer Klausur, wie geht Zeitmanagement, wie geht Projektmanagement, das ist ja irgendwie komisch. Also auch, wir machen ein Portfolio und am Ende sollte dieses Portfolio bewertet werden. Das Problem war aber, also Portfolio war eine super Idee, es hat sich eben niemand so überlegt, wie machen wir das mit dem Feedback? Wer gibt den schnellen Feedback auf dieses Portfolio? Und die Studierenden haben dann eben Sachen in das Portfolio reingestellt und nie wieder was gehört. Und dann haben sie natürlich, schwierig. Wie wir alle effizienzorientiert sind, sich überlegt, ey, Moment, ist eigentlich total egal, was ich hier reinstelle. Und wenn ich hier eine leere Seite hochlade und wenn ich auch einen Quatsch hochlade oder wenn ich das von meinem Buddy hier kopiere und hochlade, und am Ende des Semesters hat man dann irgendwie gesagt, ey Moment, irgendwer muss mal noch diese Portfolios bewerten, jetzt lachen wir uns mal irgendwie 2, 3 Hiwis an, die sollen das mal rasch durchgehen und mal sich da irgendwie ein bisschen Rückmeldung geben. Und dann war aber, also die Hiwis haben das bestimmt toll gemacht, aber die hätten das einfach semesterbegleitend machen sollen. Auf jeden Fall. Aber das ist halt wirklich, Leute, what you see is what you get. Also, sorry. Genau, also die Leute formativ was einreichen zu lassen und dann ihnen aber summativ Feedback zu geben, das funktioniert eben nicht. Ne? Und deshalb, also Portfolio ist, glaube ich, super gut, aber wer gibt da Feedback drauf und Fall. Wie? Weil das ist das, glaube ich, der Kernaspekt, worauf es eigentlich den Studierenden in so einem Prüfungsassessment-Ding ankommt, ich möchte doch bitte gerne irgendwie sinnvolles Feedback haben, mit dem ich was anfangen kann, wie ich jetzt meinen Lernprozess vielleicht noch anders, besser, optimaler, wie auch immer gestalten kann oder ob ich irgendwo einigermaßen in die richtige Richtung gelaufen bin. Genau, dass man eben sagt, ist es überhaupt das richtige Medium? Ist die Thementiefe? Also da geht es ja so viele Punkte, die man vorher einfach mal ab und zum Beispiel einfach mal auch ein Beispiel geben und sagen, so hier, von mir aus hier ist die Supermarktumfrage. Ihr sollt jetzt aber eine eigene Survey machen. Und da ist nicht alles perfekt. Und also auch lernen durch irgendwie Projektion, also im Sinne von Entitätsprojektion und sich zu überlegen, was kann ich von einem anderen Objekt lernen oder wie kann ich es auch übersetzen? Ah, ja. Matthias, mit Blick auf 2:25 dieser Aufnahme brauchen wir ein Schlusswort. Portfolios sind cool, ein gutes Prüfungsformat. Überlegt euch, wie ihr Feedback gebt und überlegt euch bei Portfolios, wer da wie, wann und warum reinschauen kann. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger und interessanter Aspekt. Mit Portfolios kann man, glaube ich, auch ganz gut showcasen, auch kursextern, was man so gemacht hat in einer Lehrveranstaltung. Ganz fantastisch. Nächstes Mal machen wir unter anderem 17 Thesen zur Präsenzlehre. Das sind nicht unsere Thesen, das sind die Thesen rund um ein Autorenteam von der Alice Salomon Hochschule Berlin aus dem Jahr 2022. Das ist, glaube ich, für den Kontext wichtig. Das aber nächstes Mal. Matthias, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir die durchgelesen oder angelesen. Es ist sehr dicht geschrieben. Es ist auch definitiv textdicht trifft es irgendwie am besten. Es sind auch nicht kurze Thesen, sondern eher so 17 kurze Absätze.
Ich habe folgende Idee. Wir lesen uns das jeweils getrennt durch und dann machen wir einfach eine kurze Wertung, individuell. Stimme zu, plus, weiß ich nicht, zwischen den Stühlen, Null, Kreis, wie auch immer. Und eher Ablehnung oder Nicht-Zustimmung durch ein Minus. Und dann vergleichen wir vor allem die kritischen Sachen oder die Sachen, wo wir sagen, so, also vor allem, wo wir nicht übereinstimmen. Also du plus, ich minus oder andersrum. Weil man kann sich natürlich über so Themen oder so einzelne Texte oder einzelne Wörter so quasi wie so eine Klimaverhandlung komplett aufhängen. Ich würde sie dann einfach dementsprechend richtig machen. Ich muss es auch echt einfach auch nochmal richtig lesen. Ja, es steckt auch sehr viel Interpretationsspielraum drin. Also tatsächlich, um in der Richtung auch schon mal ein bisschen Spannung und vielleicht auch Druck aufzubauen und ohne zu spoilern, ich habe es mir einmal sehr spät abends durchgelesen. Ja. Und dann nochmal einen Tag später und hatte das Gefühl, dass ich zwei unterschiedliche Texte lese. Das ist auch so ein bisschen, in welchem Kontext ja. man das so betrachtet. Aber es ist, finde ich, ein, ja, auch, was ist die gute Lehre, ja. Genau, also es ist wirklich, wo ich wirklich so ein paar Punkte, wo ich sage, echt, das ist, spricht mir auch teilweise aus der Seele. Deswegen finde ich so eine kleine Charakterisierung. Und dann würde ich sagen, haben auch relativ viele Leute dran mitgeschrieben, Professoren und Co. Würde ich sagen, diskutieren wir beim nächsten Mal. Wir haben es ja quasi dann irgendwie schon, sind es unsere dritte oder unsere vierte These? Naja, also wir haben ja, sind ja schon öfter durch Thesen durchgegangen. Hagen, Hochschulforum Digitalisierung. Ja, die beiden hatten wir. Und ich meine, ja, okay, dann ist es jetzt die dritte These. Bloß, dass wir das Hagener Manifest eben auch die 12 Thesen auf 3 Folgen ausgesprochen haben. Ja, genau. Ja, deswegen würde ich, also bitte kommen Sie vorbereitet zur nächsten Stunde, will ich damit sagen. Und bei den anderen, bei den 97 oder so vom HFD, da hatten wir ja auch uns jeweils 5, glaube ich, sowas. Ausgesucht, ja. Um das ein bisschen zu straffen. Kriegen wir hin. Mit 2 Stunden 27, die ich auf jeden Fall zusammenschneiden muss. Wobei so viel fällt aber nicht zu hart. Also ich glaube, nicht zu hart. Diesmal nicht. Diesmal hatten wir ja auch keine kompletten Abbrüche, sondern nur. Ja. Oh, wie? Ich muss auf den roten Knopf drücken, damit wir live gehen. Aber das ist mir in einer der Fälle auch schon passiert, dass ich irgendwie alles aufgebaut zum Streamen. Ja. Extra zweiten Laptop, kann ich mich noch dran erinnern. Und dann habe ich ja vergessen, auf hier live zu. Wie? Ja, es ist so. Man muss auf Record drücken. Und das ist nun mal so. Bis dahin drücke ich jetzt auf Record. Wir sind hiermit offline. Bis zum nächsten Mal. Und damit genug von uns aus dem VidCast Digitale Lehre. Das ist unser neuer Untertitel. Ciao, ciao. Ciao.